So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Spezialevent heute. DAX Live Trading zur Markteröffnung. Hier heute mit Tickmill. Und ja, ich mache lange Rede, kurzer Sinn eigentlich. Wir wollen eine Einführung machen mit Begrüßung und dann durch die Slides gehen und so weiter. Nachdem wir uns jetzt der Markteröffnung, die just genau in diesem Moment stattfindet, also bedeutet Xetra öffnet, der Handelsansatz, den ich letzte Woche ja vorgestellt hatte, am Dienstag bereits, also die Strategie, die heute verfolgt werden soll, eine der Strategien muss man sagen. Ich habe schon parallelen Trade laufen. Wie oft ist es vorgekommen, dass man Live-Trading gemacht hat und dann hat sich kein Setup ergeben? Das ist in diesem Fall hier definitiv heute unmöglich, weil der erste Trade läuft bereits. Ich kann auch sagen, ist ein DAX Long Trade. Ich werde dazu gleich ein paar Gedanken formulieren und nichtsdestotrotz, bevor wir starten, ganz wichtig. Erstmal natürlich, um was geht es heute? Ja, es ist die profitable DAX Day Trading Strategie, beziehungsweise es ist eigentlich ein Live Trading. Wir stellen die Strategie aber dennoch noch einmal vor. Wir haben 2 Stunden von jetzt, das heißt also von 9 bis um 11. Und das ist auch erfahrungsgemäß tatsächlich so ein bisschen das Haupthandelsfenster. Ich meine, gestern ist natürlich der DAX mal ein bisschen aus der Reihe getanzt und hat hier einen sehr starken Trend etabliert, der sich dann über den gesamten Tag entwickelt hat. Aber grundsätzlich kann man erfahrungsgemäß sagen, wenn man den DAX lange, lange beobachtet, lange handelt, dass so das Haupthandelsfenster eigentlich zwischen 9 bis 11 liegt. Manchmal dehnen wir es ein bisschen noch aus bis um 12. Da wird der Impuls geliefert und ja, dann entsprechend eben die Richtung für den Tag vorgegeben. Ganz wichtig wird heute sein, also wir schießen nicht mit Platzpatronen, sondern wir haben ein Live-Konto. Das habe ich auch gezeigt. Ich werde die Performance-Track-Record mal zeigen bis jetzt. Ich habe so ein bisschen Historie aufgebaut in den letzten 10, 15 Tagen ungefähr. Nichtsdestotrotz, Aussagekraft ist natürlich was anderes. Wir wollen dennoch damit arbeiten. Das kann ich jetzt bereits an der Stelle schon vorwegnehmen. Und gestern war natürlich insofern phänomenal guter Tag. Wir waren ein bisschen unter Wasser, nichts Dramatisches. Also 50 Euro hinten, vielleicht waren es 80, weiß ich es jetzt gar nicht mehr genau. Ja, und gestern war es eben so, ich hatte es gestern auch schon im Morning Meeting kurz gesagt gehabt, ich bin in DAX Short gewesen. Habe also tatsächlich dort einen Profit generieren können. Und ergänzend dazu gab es noch eine Position im euro-japanischen Yen, die kam wieder gar nicht ins Laufen, kurz jedenfalls. Das war eine Long-Position, er lief nicht an, weder auf der Ober- noch auf der Unterseite. Das war so ein Hin- und Hergedümpel. Und ich bin dann abends noch an den Rechner, habe schon mal für heute alles vorbereitet und habe dann gesehen, dass es um kurz nach 9 noch einen massiven Spike im Euro-Yen in dem Fall auf der Oberseite gab und der hat tatsächlich dann den Trade in den Take-Profit geschossen. Also da ist dann nochmal ein Profit entstanden, was natürlich sehr schön ist. Wie gesagt, dadurch ist das Gesamtergebnis, was ich jetzt erstmal in dieser Live-Historie für die letzten 10 Tage auf diesem Konto präsentiere, auf jeden Fall positiv. So, jetzt aber zurück zu dem eigentlich wichtigen, dem Risikohinweis. Alles, was wir heute hier machen, ist rein zu Demonstrationszwecken und sollte auf gar keinen Fall einfach ungesehen nachgehandelt werden. Ja, grundsätzlich gilt, der Handel mit Devisen, CFDs auf Margin, kann zu Verlusten führen, die auch das eingezahlte Kapital übersteigen können übrigens und ist nicht zwangsläufig für jeden geeignet. Und grundsätzlich, bevor man eben mit dem Live-Trading beginnt, sollte man die finanziellen Umstände seinerseits, Risikoneigung, Erfahrungsstand, Handelsziel und so weiter sorgfältig prüfen. Auch das, was ich präsentieren werde, ist keinerlei Aufforderung, das nachzuhandeln oder sonst dergleichen. Es ist rein zu Demonstrationszwecken. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Fan davon, eben das an realen Beispielen zu zeigen und nicht nur in einem Demo-Umfeld. Wobei natürlich, das muss man auch sagen, die Demo-Umfelder heute 1:1 dem Live-Umfeld entsprechen. Nichtsdestotrotz bin ich halt jemand, der da gerne einfach dann auch so ein bisschen, wie sagt man so schön, Skin in the Game hat. Das heißt also auch zeigt, dass da sich real was man bewegt. So, bevor wir uns dann hier noch einmal, ja, über mich können wir gleich auch von mir aus noch sprechen, aber viel wichtiger, diesen Strategieparametern widmen, möchte ich zunächst einmal jetzt gleich rüber switchen hier in den DAX. Wir sehen auch da schon den ersten Trade, der am Laufen ist. Der DAX baut da gerade an der Open Range, beziehungsweise hat diese jetzt schon ausgebaut. Und ich kann an der Stelle schon sagen, 12.348, ich kann an der Stelle jetzt schon mal die Order in den Markt legen. Und das werde ich auch gleich tun. Es wird ein Buy-Stop sein, eine Pending-Order. So, wir werden gleich da durchgehen. Ich muss mal kurz übrigens noch eins gucken hier. Sind. Okay, 30 Punkte. Machen wir 1,5 Kontrakte zum Preis 12.348. So, die Order kann ich da schon mal jetzt reinlegen, beziehungsweise, Moment, vielleicht sollte ich das noch mal ein bisschen nachbessern. Das ist nicht ganz akkurat, weil wir sehen nämlich hier die 50. So, schieben den 0,5 Punkte noch nach oben, damit wir ein bisschen hier auf dem Hoch liegen.
So, jetzt habe ich keinen Stop in den Markt gelegt, kann das aber zum Beispiel an der Stelle auch nachholen, habe aber zumindest mal schon die Order in dem Markt. Das heißt also, weil der Markt da jetzt diesen Spritzer nach oben macht, haben wir auf jeden Fall schon mal die Order im Markt und können den Stop ja dann immer noch nachlegen. Der Stop liegt, dann klicken wir hier, also im Rechtsklick drauf, auf diese in dem Fall blau hinterlegte Zeile, dann legen wir hier auf der 12.318. Das ist das Tief dieser Range. Und den Take Profit, den können wir an der Stelle übrigens auch schon setzen. Der wird an dieser Stelle bei 12.409 liegen. So, warum? Das werde ich alles gleich in der Nachbetrachtung zeigen. Wichtig ist, wie gesagt, jetzt erstmal, dass die Order im Markt ist und dass wir eventuell gleich schon auch entsprechend unseren Fill bekommen. Der eine oder andere wird überrascht sein, der wird jetzt auf den Markt gucken und sich denken, okay, long. Und wir sehen auch hier übrigens noch der Trade, der bereits am Laufen ist, auch DAX Buy, also ist auch eine Long Order. Wieso ist man nach solch einem Marktumfeld, wie es sich jetzt hier dargestellt hat, gestern besonders dieser stark abwärts gerichtete Trend, wieso ist man dort willens, die Long-Seite zu traden? Das hat in der Tat einen relativ einfachen Grund. Es sind die Strategieparameter. Das heißt also, die Strategie gibt vor, was ich zu tun habe und nimmt mir im Grunde genommen das Denken ab. Und dazu gehen wir jetzt noch mal kurz in die Slide. Ich werde das hier parallel natürlich auf dem Bildschirm beobachten. Wenn wir gefüllt werden, dann switchen wir sofort entsprechend zurück. Beziehungsweise, kurzen Augenblick mal, fällt gerade was ein. Das macht natürlich viel mehr Sinn. Das machen wir ja schließlich an anderen Stellen auch, wenn wir das Morning Meeting haben oder so. Also, die Open Range definieren wir erstmal. Das ist die 12.318, hatten wir gesagt, bis 12.348. Das ist das Hoch beziehungsweise das Tief zwischen 8 Uhr und 9.05 Uhr. Ich werde auch gleich nochmal dazu sagen, warum 9.05 Uhr. Das ist ein bisschen seltsame Zeit, wird der ein oder andere sicherlich denken. So, unser Entry Long ist die 12.348,5. Unser Stop ist die 12.318. Damit haben wir ein Risiko von 30,5 Punkten. Und unser Ziel, und das wissen wir aus den Ausführungen von der vergangenen Woche, hatten wir gesagt, liegt bei 409. Wir haben hier eine Chance an dieser Stelle von 60,5, 0,6, nicht 0,5 Punkten und erreichen hierdurch, P steht für Punkte, erreichen hierdurch unser CRV von 2 zu 1. So. Genau, das also nochmal ganz kurz, damit jeder jetzt weiß, wieso, warum, weshalb habe ich jetzt hier gerade eben die Order so eingegeben. Das sind die Parameter, die ich gerade schon im MetaTrader eingegeben habe, ja, die man hier entsprechend erkennen kann. So, unsere Order ist übrigens jetzt gefüllt. Wir brechen jetzt hier auf der Oberseite aus, offensichtlich. Das ist jener Trade, ja. So, und wir haben nichts weiter zu tun. Also tatsächlich ist Trading an der Stelle todlangweilig. Wir haben den Trade jetzt gekriegt. Und der läuft. Also beide Positionen laufen. Einmal, wie gesagt, diese Long-Position aus dieser Strategie. Eine unabhängige Strategie hiervon ist der erste Trade von heute früh, der sich auch derzeit noch sehr, sehr gut oder bereits sehr, sehr gut entwickelt. Das ist eine zweite Strategie. Und ich kann eventuell jetzt schon sagen, Chancen sind zumindest nicht schlecht, dass wir vielleicht sogar noch einen dritten Trade sehen, der allerdings automatisch reingespielt wird. Was man eventuell weiß es ja, dass ich mit einem VPS arbeite. Das heißt, also, das ist ein Virtual Private Server. Das ist ein Computer außerhalb meines Computers, wo die Plattform ebenfalls läuft und wo ich einen automatisierten Handelsansatz zudem noch für den Devisenbereich fahre. Und übrigens, mir fällt gerade was auf. Das ist hier nicht richtig. Nee, einen Moment. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. So, was jetzt gerade hier aufgeploppt ist, ist Einklickhandel, denn Einklick-Trading möchte ich nicht. Ja, das ist damit zu tun, wenn ich zum Beispiel Positionen ausskaliere, Teilgewinne mitnehme und sonst dergleichen, da würde die Position komplett gleich liquidiert werden. Das möchte ich natürlich vermeiden. Und zwar, ich habe hier gerade festgestellt, dass die Range nicht ganz richtig ist. Wir müssen tatsächlich das so schreiben. Das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Genau, jetzt steht die Range. Der hat uns nämlich gerade diese 9.05 Uhr Kerze hat er noch herangezogen und dadurch hat er die Range noch ein bisschen breiter gezogen, was aber nicht stimmt. Denn die Open Range, die steht um eigentlich 9.04 Uhr und 59 Sekunden. Das heißt also mit der letzten Sekunde, je nachdem, vielleicht gibt es dazwischen in dieser Sekunde auch nochmal einen Kurs, der gestellt wird, aber alles in allem steht die Open Range dann just genau in diesem Moment. Okay, und
zurück zu dem Virtual Private Server, zu diesem VPS. Es könnte sein, dass ihr gleich hier seht, dass da noch eine Order reingespielt wird. Das ist allerdings frühestens in einer Stunde der Fall. Also, denn diese Order, dieses Order-Fenster oder dieses Zeitfenster, in dem dieser Ansatz arbeitet, stellt die jeweiligen Strategieparameter fest zwischen 3 und 10 Uhr. Also, sprich, etwas anders formuliert, dann ist es eben entsprechend so, dass hier um 10 Uhr die Order in den Markt kommt. Die wird auf diesem VPS über diesen Expert Advisor dann generiert und die taucht dann hier entsprechend auf. Das wird dann nicht der DAX, sondern der euro-japanische Yen sein. Könnte sein, dass da nochmal ein Trade reinkommt. Aber in der Tat ist jetzt an dieser Stelle eigentlich der Rest nur noch Management. Also das heißt, die Strategieparameter stehen. Wir wissen das seit letzter Woche Dienstag. Wir haben gesagt, so und so sind die Regeln, nachdem wir hier die Range feststellen. Wir werden die gleich nochmal durchlaufen. Ich habe das natürlich jetzt sehr, sehr schnell gemacht, was offensichtlich gar nicht so schlecht war, denn wir sehen ja, dass der Breakout bereits hier erfolgt ist in dieser Kerze. Und bei mir ist es eben ein ganz natürlicher Ablaufprozess. Nichtsdestotrotz, ich will gleich nochmal zeigen, wieso ich dieses und jenes getan habe, was ich getan habe, um das nochmal kurz in der Nachbetrachtung zu sehen. Ja, aber damit ist im Grunde genommen der Trade im Markt und jetzt entscheidet der Markt darüber, ob dieser Trade ein Gewinner oder ob er ein Verlierer wird. Und unsererseits ist nichts weiter zu tun, als entsprechend den Trade zu managen. Eventuell den Stop auf Break-Even nachzuziehen, wenn beispielsweise ein R verdient wurde. Kurz noch einen Blick bitte. Also sprich, dass man sagt, ich habe jetzt ein Risiko von 30 Punkten, wenn der Trade sich wirklich 30 Punkte für uns entwickelt. Also in dem Fall wäre es dann, läuft bis 12.380 zum Beispiel, dass man den auf Break-Even nachzieht. Wir wollen an der Stelle tatsächlich einen Handelsansatz fahren, der heißt Make or Break. Make or Break bedeutet nichts weiter, als dass wir sagen, entweder der Stop wird erreicht oder das Take-Profit-Level wird erreicht. Dazwischen gibt es nichts. Also dass wir ohne Scale-Out arbeiten, genauso wie wir auch für unseren Backtest gearbeitet haben. Ja, und fertig. Also das war's in der Tat. Ja, also mehr gibt es an der Stelle jetzt tatsächlich nicht weiter zu berichten zunächst einmal, außer dass der Markt sich jetzt darum kümmern wird, ob dieser Trade aufgeht oder ob er nicht aufgeht. Wünschenswert wäre natürlich, dass er aufgeht, natürlich. Und wünschenswert auch, dass wir das innerhalb der nächsten 2 Stunden vielleicht sehen, dass der Markt wirklich hier noch oben noch schönes dynamisches Momentum aufnimmt und dass dann in diesem Zusammenhang das Take-Profit-Level erreicht wird. Das wäre natürlich optimal, aber es kommt meistens anders und zweitens, als man denkt, das kann ich aus Erfahrung, aus langjähriger Erfahrung an den Märkten im Trading sagen. Wie gesagt, aber schauen wir einfach mal. Der Markt, der befindet am Ende darüber. Gestern Abend, wie gesagt, ist es so gewesen, da hat man schon gar nicht mehr, oder hatte ich gar nicht schon mal mit gerechnet. Und plötzlich sehe ich dann eben in der Nachbetrachtung, dass die Orders alle geschlossen waren, schon bevor sie automatisiert geschlossen worden wären. Und habe mich natürlich gewundert, dachte mir, wo sind denn jetzt meine Trades hin? Und die Trades, die sind deswegen nicht mehr da gewesen, weil sie eben in Take-Profit gelaufen waren, was natürlich eine sehr schöne positive Überraschung ist. Gibt es auch. Also das ist dann nicht nur immer so, dass man dort Trades aufsetzt, die in den Stop laufen, sondern es gibt eben auch Trades, die dann überraschenderweise mal in den Take-Profit laufen. Gut, jetzt kommen wir zu der Strategie und jetzt kommen wir nochmal zu den einzelnen Komponenten, die ich da gerade eben so husch, husch schnell durchgearbeitet habe, damit die Order im Markt ist. Ich hatte das letzte Woche bereits vorgestellt und es ist ja ein Ansatz, den ich sehr, sehr gerne fahre, weil er nämlich einfach duplizierbar ist und nachweislich profitabel. Also an erster Stelle steht eigentlich Profitabilität, an zweiter Stelle steht dann die Duplizierbarkeit. Ich bin jemand, der im Laufe seiner Karriere im Trading über diverse Handelsansätze gestolpert ist. Und es war nicht selten so, dass auch zu Beginn meiner Handelslaufbahn mein Chart aussah wie ein bunter Eimer Knete. Da waren ganz viele Indikatoren drauf, da waren ganz viele Linien eingezeichnet. Und am Ende haben sie absolut null Mehrwert für mein Trading gebracht. Jetzt kann man natürlich dann fragen, was ist denn der Grund dafür, warum man den Chart so mit Indikatoren überlädt? Und was ich dann im Laufe der Zeit gelernt habe, war, dass ich im versteckten Kämmerlein, also in meinen versteckten Kämmerlein, in meiner Psyche, nach Sicherheit strebe. Und dass ich glaube, diese Sicherheit dadurch zu erlangen, dass ich ganz viele sich gegenseitig bestätigende Indikatoren eben tatsächlich in den Chart einzeichne. Der Erfolg dieses Intermezzos war sehr begrenzt, sehr beschränkt. Und ich weiß auch aus Erfahrung über die Jahre, die ich dann in Gesprächen mit anderen geführt habe, dass dieser Erfolg auch bei denjenigen, welchen Tradern, sich nicht einstellen will. Und irgendwann ist man dann ja an einem Punkt gekommen, wo man einfach den Chart komplett geklärt hat. Das heißt, man hat komplett alle Indikatoren gelöscht und hat sich rein auf die Price Action eben entsprechend beschränkt und hat dann infolgedessen, weil man den Blick ganz klar hatte, die Möglichkeit gehabt, bestimmte Muster zu erkennen, die man dann
näher für sich getestet hat. Tatsächlich ist es so, dass dieser Ansatz, den ich jetzt hier vorstelle, von mir hätte gar nicht entdeckt werden müssen. Aber es ist umso nochmal bestätigender, das dann nachzuprüfen, weil dieser Ansatz bereits zurückgeht auf einen gewissen Toby Crable, welcher in den 1980er Jahren schon bereits diesen Ansatz ja, entdeckt hat, hat er nicht. Also er hat das Muster erkannt und hat daraus dann eine mehr oder minder wissenschaftliche Arbeit oder darauf basierend eine wissenschaftliche Arbeit verfasst. Und diese Open Range Herangehensweise ist im Grunde genommen ganz einfach. Sie sagt, in einem bestimmten Zeitfenster bildet der Markt eine Range aus, sprich also hat ein Hoch und ein Tief. Und dann ist es eben entsprechend so, dass wir in Richtung eines identifizierten Vorteils, also sei es auf der Long- oder der Short-Seite, eben diesen Breakout traden und dass dann die Wahrscheinlichkeit verstärkt hoch ist, dass der Markt eine bestimmte Spanne beim Ausbruch auf der Ober- oder beim Ausbruch auf der Unterseite noch einmal abläuft mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Und wenn man diese Parameter dann durchhandelt, dann gelingt es, einen Handelsansatz zu formulieren, der als sogenannten positiven Erwartungswert hat. Wir werden das gleich alles noch en Detail beleuchten. Also alles, was ich jetzt hier so einstreue und nicht näher definiere, wird noch definiert werden in den folgenden 1,5, 2 Stunden. Und tatsächlich ist es dann so, dass diese Beobachtung auch meinerseits gemacht worden ist und dass ich infolgedessen dann eben für mich angefangen habe, das zu testen. Und für den DAX beispielsweise auf einen Ansatz oder über einen Ansatz gestolpert bin, der das Zeitfenster eben beinhaltet, hier zwischen 8 und 9:05 Uhr, wobei ich hier jetzt erstmal anfange mit etwas anderem. Ich fange mit dem zweiten an, oder ich wollte das ja eigentlich im zweiten vorstellen. Wir identifizieren den Vorteil mittels des 50er EMAs auf 5-Minuten-Ebene. Wir handeln drüber, sind wir long, wir handeln drunter, sind wir short. Das erklärt jetzt schon den ersten, den ersten Moment. Es könnte natürlich auch in die Hose gehen, dass wir jetzt hier ausgestoppt werden. Das wäre jetzt nicht so optimal. Und zwar ist es so, dass wir offensichtlich hier diese blaufarbene Linie haben. Und diese blaufarbene Linie, das ist der Exponential Moving Average auf 5-Minuten-Basis. Also hier sehen wir es, das ist der M5, das ist die 5-Minuten-Aggregation, kannst du auch hier lesen. Und dass wir eben oberhalb dieses traden. Also just zu diesem Moment, wo ich die Order eingegeben habe, das war diese hier. Ja, diese Kerze, die wir da betrachtet haben, und wir handeln offensichtlich oberhalb dieser blaufarbenen Linie. Und infolgedessen gehen wir long. Wir handeln drüber, wir gehen long. Wenn wir drunter gehandelt hätten, wäre nur Short-Engagements eine Option gewesen. Und nun ist es natürlich jetzt in diesem Zusammenhang so, wir handeln drüber long. Das erklärt ganz einfach, warum wir nach den Vorgaben des gestrigen Tages, warum wir eben hier derzeit die Long-Seite traden. Das heißt also, wir handeln oberhalb des 50er EMAs und der sagt uns einfach, wir gehen dann nur long, wenn der Breakout aus dieser, in dem Fall 2, hier bestimmten Handelsspanne aus der Open Range zwischen 8 und 9:05 Uhr auf der Oberseite ausbricht. Und damit ist im Grunde genommen geklärt, warum wir die Long-Seite traden, trotz der Tatsache, dass die gestrigen Vorgaben nicht so positiv waren. Ich habe natürlich die Möglichkeit zu intervenieren. Ich hätte jetzt natürlich sagen können, ich handle hier heute keine Long-Setups. Beispielsweise, weil sich der gestrige Modus so abwärts gerichtet präsentiert hat. Muss allerdings an der Stelle auch sagen, dass wäre sehr schwierig geworden. Nicht nur deswegen, weil ich gerne hier einen Trade im Live-Trading präsentieren will, sondern auch, weil sich die charttechnische Komponente entsprechend darstellt. Dazu habe ich auch was anderes noch vorbereitet, nämlich eine Stundenchart. Warum der Stundenchart? Das möchte ich auch ganz kurz näher beleuchten. Der Stundenchart ist deswegen relevant, weil er unsere gehandelte 5-Minuten-Ebene direkt dominiert. Also das heißt, es gibt ja, das wird der ein oder andere, der sich mit der Markttechnik vielleicht mal beschäftigt hat, es gibt ja sogenannte kleine, mittlere und große Trends. Und das Konzept, was dem innewohnt, ist im Grunde genommen, dass man Zeitebenen ineinander laufen lässt und dass man dann eben entsprechend dieses Ineinandergreifen der Zeitebenen nutzt, um herauszufinden, ob ich hier gegen oder mit dem Vorteil handle. Also sprich etwas anders formuliert. Wir haben jetzt auf der Stunde eine ganz klar zu erkennen, und das habe ich hier schon vorbereitet mit diesen blaufarbenen Linien. Wir haben eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs. Ganz klar. Das heißt also, eigentlich würde man jetzt sagen, naja, also wenn der Vorteil irgendwo zu finden ist, dann ist er mit Sicherheit auf der Shortseite zu finden, denn ein Abwärtstrend ist definiert als eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs. Aber, und das ist der entscheidende Moment, aber der Markt ist nach dem Unterschreiten hier dieses Levels, gestern war es, und zwar der 12.450er Region. Also wir haben tatsächlich eigentlich schon einen, das kann man auch im Daily vielleicht noch ein bisschen besser erkennen,
Wir haben eigentlich hier mit Unterschreiten der 12.800 das starke Verkaufssignal eigentlich gesehen. Auf den untergeordneten Zeitebenen hat man aber dennoch erkennen können, dass die 550 bis 600er Region ebenfalls sehr signifikant war. Wir haben jetzt tatsächlich dann ein bisschen, ich sag mal, überschossen. Das war letzte Woche am Donnerstag. Aber jetzt ist der Trade gerade ausgestoppt worden. Auch das ist in der Nachbetrachtung jetzt übrigens vielleicht nicht das Schlechteste übrigens, auch wenn es nicht angenehm ist. Aber und zwar folgendes, nämlich hier die Tatsache, dass wir mit Unterschreiten dieses Levels dann diese Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs eben beginnen vorzuschreiben. Also da gibt es dann eben, und das nennt man jetzt in der Fachsprache, in der Markttechnik, nennt man das den Übergang in die sogenannte Wirkungsphase. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal oder im Englischsprachigen heißt das Accumulation Phase, und im Englischsprachigen ist es die Distribution Phase. Accumulation Phase ist also die Phase, in welcher Material akkumuliert wird, und Distribution ist jener Bereich, wo dieses Material wieder verteilt wird. Und in der Tat, ich mache das mal auf einem anderen Weg vielleicht, bisschen grafisch. So. Ist natürlich jetzt sehr grob, aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass man das, ich mache es auch ganz bewusst jetzt ein bisschen sehr grob. Also wir haben diese Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs, und ich denke, es wird der eine oder andere schon mal gehört haben, dass man versuchen sollte, beispielsweise aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Sicht, in die Regression zu kaufen, beziehungsweise in dieses Retracement, weil dadurch natürlich, wenn wir jetzt hier diesen Bereich ehemaliger Hochs kaufen würden, weil dadurch eben das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr so attraktiv ist. Ich mache das jetzt auch gleich mal rot, diese Linie. So. Also, und zwar würde der Stop dann klassisch hier liegen, unter diesem Tief. Ja. Und dann würden wir im Grunde genommen jetzt versuchen, durch diesen Bruch auf neue Hochs, versuchen von dieser Trend sich etablieren, hoffentlich etablierende Trendstruktur dann zu profitieren, dass der Markt sich so weiter fortschreibt. Das wissen wir in diesem Moment, wo wir hier ausbrechen, natürlich noch nicht. Und jetzt ist es ja nicht selten so, dass man, wie gesagt bekommt, naja, versucht doch den Rücksetzer hier in eben diese Korrektur zu handeln. Denn es ist ja offensichtlich, wenn sich solch eine Struktur dann etabliert, dass dann hier viel mehr Wegstrecke für dich übrig bleibt, welche sich dann entsprechend kapitalisieren lässt. So. Jetzt ist es ganz interessant, dass natürlich jener Bereich gerne genutzt wird von beispielsweise professionellen Marktteilnehmern, Berufshändlern beispielsweise. Dann wird dieser Bereich genutzt, um eben eine Position aufzubauen. Das ist der sogenannte Akkumulationsbereich. Das heißt, wir akkumulieren das jeweilige Material hier. Das hat auch noch einen anderen Grund tatsächlich. Solche Berufshändler oder Trading-Gruppen, die eben ein großes Volumen akkumulieren müssen, die sollten dieses in Bereichen tun, wo sie dieses Volumen auch tatsächlich haben, also erhalten. Ja, in diesem Bereich, um alte Hochs zum Beispiel, wird das kaum, ein bisschen sauberer, wird das kaum oder nur schwer erreichbar sein, weil diesen Bereich, um diese alten Hochs, den wir dann hier kaufen würden, weil dieser Bereich eben sehr bekannt ist, oder beziehungsweise die Marktteilnehmer, die wissen darum, dass dieser eine Signifikanz hat. Es ist eben ein früheres Hoch. Genauso gilt das auch für frühere Tiefs. Genauso gilt das auch für die für den Eröffnungskurs, den Schlusskurs des Vortages. Das sind objektive Größen, die jeder Marktteilnehmer auf dem Schirm hat. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum, so wie es den beispielsweise gäbe im Zusammenhang mit Chartformation, Schulterkopf, Schulter oder. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, solche Formationen für sich zu formulieren. Im Falle hier ist es so, dass es tatsächlich darauf hinausläuft, ja, dass es eine rein objektive Größe ist, die jeder Marktteilnehmer auf dem Schirm hat. Und genau ausgehend davon ist es eben auch so, und um das Wissen, dass dann der Markt eben hier beginnt, auch höhere Hochs zu markieren, diesen Trend fortschreibt, dass dort ein sehr, sehr hohes Interesse kommt, also in den Markt kommt. Das heißt also, spätestens in diesem Bereich ist im Grunde genommen der letzte Punkt, um in diesem Trend dann seine Position aufzubauen. Wenn du jetzt ein großer Fondsmanager bist oder ein großer Berufshändler, der den Auftrag von einem Fonds bekommt, kaufe mir so und so viel Material. Jetzt gehen wir mal vom Einzeltitel aus. Der sagt, pass mal auf, ich brauche 1 Million Aktien Allianz für mein Portfolio. Oder ich muss in einem Abwärtstrend beispielsweise, ich muss so und so viele Aktien in großem Umfang, von mir aus 1 Million Deutsche Bank verkaufen, einfach um mein Portfolio zu readjustieren. Dann wird er einfach in diesem Moment ein Problem bekommen, denn er findet eventuell nicht ausreichend Material. Oder wenn er das Material findet, dann zu nur einem relativ schlechten Kurs, weil der Markt nämlich anfängt, etwas zu tun, was man Slippen nennt. Also das heißt, der rutscht dann an dieser Stelle im Grunde genommen durch, weil die Marktteilnehmer davon ausgehen,
dass an dieser Stelle ein großer Käufer auf den Plan tritt, der unbedingt noch Material kaufen muss. So, und wie kann man das vermeiden? Nun, indem man eben frühzeitig beginnt zu kaufen. Das heißt also, sich beginnt in diesem Bereich hier schon Bereich zu positionieren, beziehungsweise vielleicht auch ein Stück weit höher. Also im Grunde genommen in einem Bereich, ich nehme das nochmal kurz raus, mache ich ein bisschen sauberer. Das heißt, man bewegt sich oder man versucht sich zu positionieren in jenem Bereich, wo man davon ausgehen darf, dass noch ausreichend Material vorhanden ist, auch ausreichend Liquidität vorhanden ist und der Markt eben dann noch nicht diesen Bruch hier vollzogen hat. Das ist natürlich insofern ein Risiko, als dass es natürlich dazu kommen kann, dass der Markt beispielsweise durch einen Trump-Tweet oder sonst dergleichen diesen höheren Hochs nicht markiert, sondern tatsächlich abkippt. Ja, also ich formuliere es mal ein bisschen um, kurz einen Blick, nehme mal kurz nochmal hier auf den Daily Chart und stelle sich mal vor, du hast den DAX hier, du hast den DAX hier vielleicht mit Ausbildung eines Bodens gesehen, nach den Abschlägen im Februar. Der Markt fängt an, höhere Hochs zu markieren, retestet, macht nochmal höhere Hochs. Und jetzt passiert was Interessantes. Er setzt nochmal zurück, übrigens in den Bereich ehemaliger Hochs, die man hier sehen kann. Das ist also ein ehemaliger Widerstandsbereich, der jetzt zu einer Unterstützung wird. Und jetzt fängst du an, hier in diesem Bereich Long-Positionen aufzubauen. Total großartig und in großem Volumen eventuell. Mit der Intention, Bruch der 13.200 im DAX, Ziel Allzeit hoch und höher. Der Markt zieht dann auf die EZB hier, das war der 14.06., sehr dynamisch an. Und im Grunde genommen ist es nur eine Frage der Zeit, wann dieser dynamische Break auf der Oberseite entsteht. Und dann stellt sich plötzlich heraus, naja, eigentlich sieht die Situation dann doch nicht so bright aus, also so großartig, so günstig für die Wirtschaft. Die Marktteilnehmer realisieren auch infolge der Kommentare von Donald Trump hinsichtlich seiner Androhung einer Ausweitung der Importzölle zum Beispiel in den USA auf chinesische Güter auf 200 Milliarden. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mit den Daten springe, aber ich versuche einfach das Ganze ein bisschen plastisch zu erklären, also damit man hier eine in sich stimmige Geschichte eben tatsächlich sieht. Tatsächlich könnte man an dem Tag jetzt auch argumentieren, hat das nicht eventuell auch was mit dem großen Verfall zu tun gehabt? War das überhaupt die EZB, die den Treiber ausgelöst hat, oder war es nicht die 13.000, auf denen hohes Open Interest geschriebener Calls lag? Der Markt überwindet dieses Level, es kommt zu Absicherungsgeschäften und diese Absicherungsgeschäfte, nachdem im Grunde genommen hier der große Verfall dann am 15.06. durch ist, naja, da kommt keine Dynamik mehr in den Markt, weil die Marktteilnehmer, die haben nicht gekauft, weil das fundamentale Bild sich so günstig dargestellt hat, sondern die mussten kaufen, weil sie gezwungen worden sind, andernfalls mit hier in diesem Moment ins Minus rutschenden Optionsgeschäften große Verluste realisieren zu müssen. Dann versiegt nach oben eben das Momentum und der Markt schafft es nicht, diese höheren Hochs zu markieren. Aber jetzt stelle man sich mal vor, man sei ein großer Marktteilnehmer, der vielleicht hier in diesem Akkumulationsbereich große Positionen aufgefahren hat und dann sieht, dass das Momentum nach oben nicht ausreicht, dass wir die 13.200 eben überschreiten und stattdessen kippt der Markt ab. Und spätestens unterhalb von 12.550, 12.600 Punkten werden diese Marktteilnehmer sagen, das war ein X-Satz mit X, das war wohl nichts und müssen diese Position wieder liquidieren. Dann erklärt sich auch an dieser Stelle, wo gestern zum Beispiel dieser unglaublich starke Abwärtsdruck tatsächlich hergekommen ist, weil einfach die Marktteilnehmer, also gestern und die Tage zuvor bereits, weil einfach diese Marktteilnehmer jene hier bereits aufgebaute Long-Position entsprechend in Antizipation, also im Vorwegnehmen auf einen Bruch über die 13.200 wieder haben entsprechend geben müssen. Ja, also das könnte jetzt die Überlegung im Hintergrund sein, was dort geschehen ist. Tatsächlich wird es so sein, dass der ein oder andere sagen wird, ja, und wie kann ich das jetzt für mein Trading, wie kann ich das irgendwie nutzen? Und das ist nämlich dann die nächste Frage, auf die wir gleich kommen wollen. Kurzen Moment übrigens. Okay. Das ist etwas, worauf wir dann auch noch gleich schauen wollen. Tatsächlich sind diese, ja, ich möchte fast schon sagen, diese Geschichten. Ah, Moment, ich muss mal kurz mal schauen. Okay, perfekt. Also, wir können den zumachen hier. Ich sehe gerade, er tickt mir live. Also, wir können den auch offen lassen. Ja, das ist, wie gesagt, das ist mein Konto. oder ein Konto für mich, so extra für dieses Event.
Kurz überlegen, zurück. Achso, genau. Der eine oder andere wird jetzt sagen, naja, und was bringt mir das denn? Kann ich daraus irgendwie eine Information ziehen? Naja, also ich denke, es ist erstmal ganz wichtig und wir kommen gleich darauf. Wir kommen gleich zurück auf den DAX, warum Long? Das war die Ursprungsfrage, die darf man nicht vergessen. Ich denke, es ist unglaublich wichtig, diese potenziellen Treiber im Markt und ein Verständnis aufzubringen, wo befindet sich der Markt gerade? In welcher Phase befindet sich der Markt? Befindet er sich in einer Akkumulationsphase? Befindet sich in einer Distributionsphase? Eigentlich können wir den Markt genau in diese zwei Bereiche unterteilen. Und was lässt das für Rückschlüsse zu für mein Trading? Und deswegen sollte ich jetzt zum Beispiel die Long-Seite favorisieren. Ich bin mal sehr gespannt. Ich sehe jetzt gerade, ist nicht jetzt, dass der Markt super noch weiter dynamisch anzieht gerade, aber er kippt auch nicht weiter ab. Das kann man hier erkennen. Also wir sind zwar ausgestoppt worden aus diesem Trade. Wie gesagt, sehr ungünstig. Darauf kommen wir gleich hinsichtlich des Erwartungswerts übrigens. Und welchen Mehrwert kann man denn daraus ziehen, was wir jetzt hier gerade machen fürs Trading? Ich persönlich, für mich ist es nur wichtig, ich mache diese Analyse, um zu wissen, wo wir gerade stehen. Für mein Trading selbst hat das keinerlei Auswirkungen. Es könnte auch, hätte es sein können, dass ich gestern zum Beispiel auf der Long-Seite unterwegs bin, dann wäre ich ausgestoppt worden. So habe ich auf der Short-Seite die ganze Welle mitgeritten, im Großen und Ganzen. Mein Trading zielt auf was ganz anderes ab, nämlich auf das Optimieren von Erwartungswerten. Aber wie gesagt, wir wollen das Stück für Stück aufbereiten. Wie gesagt, zunächst einmal hier diese Überlegung, wo befinden wir uns gerade im Markt? Und wenn ich mir dieses eben jetzt betrachte, gestern noch betrachte, in Ausarbeit eben entsprechend, dass wir uns dieses Bild betrachten mit den fallenden Hochs und fallenden Tiefs, dann erkennen wir eben etwas, dass der Markt offensichtlich sich nicht hier kurz vor einem solchen Ausbruch zum Beispiel bewegt, sondern in der Tat verhältnismäßig weit auf der Unterseite bereits gelaufen ist. Das heißt also, wir sehen, dass der Markt in diese sogenannte Distributionsphase, in dem Fall alle auf der Unterseite, bereits eingetreten ist. Und wenn wir jetzt hier uns das nochmal betrachten, was würde denn theoretisch in diesem Bereich am ehesten passieren? Wird der Kaufdruck in diesem Bereich oder Verkaufsdruck dann umgekehrt, es spielt keine Rolle, ob wir die Long- oder Short-Seite sehen, wird der eher zunehmen oder wird der abnehmen? Tatsächlich wird der eher abnehmen, denn in diesem Bereich sind, jetzt gehen wir wieder zurück auf die Chance-Risiko-Verhältnisse noch attraktiv und das sind jene Bereiche, wo wir auch ausreichend, zum Beispiel als große Marktteilnehmer, ausreichend Material vorfinden, welches wir akkumulieren können, um uns dann in dem Fall einer Fortschreibung dieser Sequenz steigender, hochsteigender Tiefs positionieren können. Und wenn wir uns dann eben diesen Bereich hier betrachten, dann ist das eigentlich jener Bereich, in dem wir tendenziell eher beginnen werden, uns von diesen akkumulierten Positionen in diesem Bereich wieder zu verabschieden. Beziehungsweise, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, jetzt. Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, glaube ich, weil es ja immer noch ein Live-Trading ist, dass wir jetzt dann in die markttechnische Theorie mit einsteigen, die ich sicherlich auch nur sehr grob abdecke überhaupt. Aber nichtsdestotrotz, nur kurz die Idee, wenn wir jetzt hier sagen, wir stoßen in diesem Bereich ab, dann reden wir eigentlich nur noch vom Progressionshandel, nicht mehr vom Trendhandel, denn da wird solch ein Marktteilnehmer jetzt nicht auf die Idee kommen, zwangsläufig den Verkaufsknopf zu drücken, der sich hier positioniert hat in Erwartung, dass sich diese Trendstruktur fortschreibt. Sondern da reden wir wiederum nur von jenen Marktteilnehmern, die zack, hier dieses Stück für sich kapitalisieren wollen. Aber im Großen und Ganzen, um die Idee dahinter zu verstehen, geht es darum, dass eben, wenn der Markt hier so weit gelaufen ist bereits, dass der Markt dann an dieser Stelle wahrscheinlich eher einen in dem Fall versiegenden Kaufdruck empfinden wird, beziehungsweise im Fall einer Abwärtsstruktur einen versiegenden Verkaufsdruck und dass der Markt ganz natürlich dann zu einer Korrekturbewegung ansetzt. Das heißt jetzt nicht, dass wir plötzlich uns in einem bullischen Marktumfeld befinden. Das ist ganz und gar nicht der Fall, denn die Struktur fallender Hochs und fallender Tiefs, die bleibt auch weiterhin bestehen und zwar so lange, wie wir uns hier nicht schaffen, zurück über diesen Bereich um 12.600 Punkte, 620 Punkte ungefähr, zurück zu hangeln. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir dadurch, dass wir schon sehr, sehr weit gelaufen sind, eher damit rechnen sollten, dass der Markt zu einer Korrekturbewegung ansetzt, der uns eventuell zurückführt bis in den Bereich um 400, 440, 450 Punkte ungefähr, dass wir also mindestens diesen Bereich alter Tiefs eben in diesem nochmal anlaufen. Und genau ausgehend von diesem Bild, dem Wissen, dass die Stunde mich dominiert auf der 5-Minuten-Ebene, ist es eben entsprechend so, dass ich auch aus dieser Perspektive für die Long-Seite hier eher zu haben bin, als dass ich für die Short-Seite zu haben bin für den heutigen Tag. Jetzt mal unabhängig von der Tatsache, dass ich eben für die Vorteilsidentifikation, für diesen Handelsansatz hier den 50er EMA nutze, der mir sagt, handle ich drüber, bin ich long, handle ich drunter, bin ich short. Und
So, das ganz kurz zu den abschließenden Gedanken oder um das Bild einfach 100 darzustellen, warum ich mich jetzt hier ohne Probleme auf der Long-Seite habe wiederfinden lassen. Das, was natürlich jetzt hier passiert ist, ist alles andere als optimal. Wir sehen, das war punktgenau, also fast punktgenau, dass wir hier aus dieser Position ausgestoppt sind. Also alles andere als optimal. Macht mich das nervös? Keineswegs. Ich bin quasi, ich sage es, weil ich gestern als Beispiel gesagt habe, ich bin jetzt wie Toni Kroos. Ja? Warum sage ich das? Es ist was ganz Interessantes bei dem Fußballspiel am Samstag passiert, im Nachgang. Ich hatte das gestern schon im Morning Meeting kurz gesagt. Toni Kroos hat im Interview einen unglaublich guten Satz gesagt, den du besonders als Trader sehr, sehr gut verstehen kannst. Kroos selbst hatte ja nicht nur in der 95. Minute das 2:1 für Deutschland geschossen, auf eine in meinen Augen phänomenale Art und Weise, sondern er hatte zudem den Fehlpass gespielt, der zum 0:1 geführt hat in der ersten Halbzeit und der im Grunde genommen fast das Aus von Deutschland besiegelt hat. Neben der unfassbaren mentalen Stärke, diesen Freistoß dann so reinzuhauen, wie er es gemacht hat, ist es aber eben entsprechend auch so, dass man an dieser Stelle aufpassen muss, nicht stark kognitiv zu verzerren, so könnte man das nennen, wenn man sich diesen einen Fehlpass von Kroos betrachtet. Denn ich habe jetzt in der Nachbetrachtung mal Folgendes gemacht. Ich habe mir mal ein paar Statistiken angeschaut. Wie hoch ist eigentlich die Passgenauigkeit? Kroos sagte nämlich in diesem Interview danach, der sagte, naja, pass auf, also als der Reporter ihn fragte, wie er denn jetzt diese Situation so sieht, da sagte er, naja, wenn du 400 Pässe im Spiel spielst, dann kann auch mal einer daneben gehen. So sagt er das relativ plump im Grunde genommen. Jetzt hat er natürlich übertrieben mit den 400 Pässen, die er wahrscheinlich gespielt haben wird. Nichtsdestotrotz weiß Kroos ganz genau um seine Stärken. Und Kroos ist weltweit vielleicht der beste Mittelfeldspieler, den es gibt. Besonders hinsichtlich der Passgenauigkeit. In der gesamten Saison, in der letzten Saison, jetzt 2017, 2018 zum Beispiel, hat er bei Real Madrid eine Passquote gehabt von 95%. Im Spiel gegen Schweden lag die Passgenauigkeit von Kroos bei 93%. Also nur klein dort runter, wo er normalerweise sich bewegt. Also die Passgenauigkeit bei ihm extrem hoch. Und das alle Augen auf ihn gerichtet waren. Und es gab ja den einen oder anderen, der auch gesagt hat, der hat ein sehr schwaches Spiel gemacht. Das ist eine sehr interessante Aussage. Kroos selbst hat im gesamten Spiel 144 Ballkontakte gehabt. Und das waren mit, ich weiß nicht, ob es mit Abstand war, aber es war auf jeden Fall ein Weltrekord für eine deutsche Fußballnationalmannschaft während eines Fußballspiels, WM-Fußballspiels. Es gab nie einen Spieler, der mehr Ballkontakte hat. Das hat also Kroos ganz natürlich auf sich Aufmerksamkeit zieht, war alleine durch die Tatsache geschuldet, dass er in den Mittelpunkt des gesamten Spiels gestellt wurde. Ganz offensichtlich von seinen Mannschaftskameraden, was wiederum auch auf die Qualität von Kroos zurückschließen lässt. Warum erwähne ich das? Es hat damit zu tun, dass der Reporter an dieser Stelle fast schon, man möchte fast sagen, einen schlechten Job gemacht hat. Denn du kannst anhand eines einzigen Events an dieser Stelle nicht auf die Qualität eines Spielers schließen. Natürlich ist es so, dass es mehr als ungünstig ist, wenn ausgerechnet dieser eine Pass, den du dann mal nicht an den Mann bringst, bei einer Passgenauigkeit von 93 oder 95%, dass genau dieser eine Pass dann zum Gegentor führt. Aber was man nicht tun sollte, ist, daran die Qualität oder die Leistung auch eines einzelnen Spielers festzumachen. Und das ist das Gleiche, was wir jetzt in diesem Zusammenhang hier mit dem Trade nicht machen sollten. Dieser Trade ist jetzt ein Verlust, okay, fair enough. Es hat jetzt nicht besonders lange gedauert, ehrlich gesagt. Das waren jetzt maximal 10 Minuten. Aber man merkt eben auch an meinen Ausführungen, es ist jetzt nicht so, dass ich mich infolgedessen irgendwie, dass ich nervös werde. Ganz im Gegenteil. Ich weiß einfach um die Stärken des Handelsansatzes oder ich weiß darum, dass dieser Handelsansatz langfristig super profitabel eben tatsächlich ist. Also wenn wir zum Beispiel mal den Chart zusammenstauchen und uns den Verlauf von gestern betrachten, dann können wir erkennen, dass wir offensichtlich hier auf jeden Fall im Profit gelandet werden. Eventuell sogar, je nachdem ausgehend vom Exit-Management, das man wählt, das ist dann so ein bisschen die Erfahrung, die man vielleicht auch mit einfließen lässt, wo man dann eine Anpassung des Handelsansatzes vornimmt, wo man vielleicht diesen Trend sogar ein bisschen weiterlaufen lässt, anhand eines anderen Ausstiegsmanagements, welches ich vergangene Woche vorgestellt habe, nämlich basierend auf dem sogenannten Supertrend. Den kann man da sehr, sehr schön nachziehen. Grundsätzlich aber, worum es geht, ist Folgendes. Dieser Trade heute war jetzt alles andere als optimal. Der Trade gestern zum Beispiel, wenn wir jetzt Montag und Dienstag zusammenfassen, wäre ein Gewinner gewesen. Das heißt, wir haben eine Trefferquote von in dem Fall 50%. Gestern Gewinner, heute ein Verlierer. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall trotzdem ein positives Ergebnis, worum es dann tatsächlich unterm Strich im Trading geht. Was anders formuliert,
bezogen jetzt nochmal auf Toni Kroos bedeutet, dieser eine Trade, der sollte nicht herangezogen werden, um von diesem einen Trade auf die Gesamtprofitabilität des Handelsansatzes zu schließen. Das ist tatsächlich ein großer Fehler, den viele, viele auch besonders Beginner machen und der auch dazu führt zum Beispiel, dass man anfängt, zwischen den Handelsansätzen zu springen, weil man nicht wirklich weiß, was kann ich eigentlich von meinem Handelsansatz erwarten. Wir werden kommende Woche Dienstag noch ein Spezialwebinar haben, 19 Uhr ist es dann wieder, zum Thema Trading-Psychologie, wo wir diesen Gedanken auch nochmal aufgreifen wollen und wo wir nochmal unterstreichen wollen, wie wichtig es ist, zu wissen, was kann ich denn von meinem Handelsansatz erwarten. Ich hatte das schon bereits gemacht, letzte Woche, will aber hier das nochmal ganz kurz jetzt zu Ende ausformulieren mit dem Ansatz und dann nochmal kurz einen Blick auf den Backtest werfen, den wir dann als Aufhänger nehmen wollen, um diese Idee mit dem, was kann ich erwarten, eigentlich noch ein bisschen auszuformulieren. Wir haben die ersten drei jetzt schon gesehen in diesem Trade von heute früh. Ja, wir haben den 50er EMA auf 5-Minuten-Basis genutzt, um den Vorteil zu identifizieren. Wir haben drüber getradet. Ergo, Long Setup, sprich, wir geben bei Stop Order ein und legen den Stop dann entsprechend unter das Tief dieser identifizierten Handelsspanne. Ich will das nochmal hier kurz zeigen. Das waren die Kernparameter. Entry Long war die 3,48, Stop die 3,18. Damit haben wir das Risiko definiert. Fertig. Jetzt ist es so, dass ich dann hier mit einem CRV von 2 zu 1 gearbeitet habe. Das habe ich auch einen ganz einfachen Grund, weil wir werden das, was wir uns gleich hinsichtlich des Backtests betrachten, auf dieses Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 uns anschauen. So, und dann ist es eben so, das sehen wir jetzt hier auch nochmal, ja, Take Profit, das ist das, was wir hier gemacht haben, festgelegter Take Profit. Ich habe jetzt nicht geschrieben 2 zu 1, weil das hängt wieder davon ab, wie der jeweilige Trader das aussetzt oder für sich auslebt. Ich bin zum Beispiel jemand, der ein großer Fan davon ist, die Basisgedanken, die Basisstrategie zu präsentieren, aber dann dem Trader, der das für sich plant umzusetzen, hundertprozentige Flexibilität zuzugestehen, wie er diese einzelnen Parameter für sich dann anpasst, abhängig von seiner persönlichen Risikoneigung, seines persönlichen Charakters, Lebensumstände und so weiter. Das sollte man übrigens auch nicht unterschätzen. Das spielt auch aus psychologischer Sicht, aus mentaler Sicht eine ganz, ganz wichtige Rolle, das immer zu berücksichtigen. Und es ist es in diesem Zusammenhang eben dann so, dass ich mit einem Take Profit von 2 zu 1 arbeite und dann hier auch auf dem Backtest laufen lasse. Nichtsdestotrotz, es gibt vielleicht Trader, die sagen, ich habe für mich ein Ergebnis rausgefunden, dass das Take-Profit-Level bei 1,8 zu 1 ist. Nochmal eine gesteigerte Profitabilität zum Beispiel. Fakt ist auf jeden Fall einmal, es gibt auch eine zweite Möglichkeit, via diese Supertrends auf 5-Minuten-Basis, der gestern phänomenal gut funktioniert hätte. Ich habe hier eine Periode für mich zum Beispiel, auch die, ich lese gerade von Martin, der ja, sehr gut. Er schreibt es auch perfekt so gleich in die Chatbox. Ich wollte nämlich gerade genau ihn als Beispiel dafür nutzen. Martin und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Also das heißt, wir sind schon seit sicherlich mehr als 5 Jahren locker dabei, jeden Tag uns im Zusammenhang mit den Entwicklungen am Markt eben auszutauschen und dergleichen. Oh, Martin schreibt 7 Jahre. Perfekt. 7. Auch eine schöne Zahl. Ob wir jetzt 5 oder 7, auf jeden Fall eine Primzahl. Warum Primzahlen? Das hat vor allem mit dem Pi zu tun, das ist er beim Supertrend verwendet. Also wir sind da auch offensichtlich zahlentheoretisch sehr affin. So, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, Martin zum Beispiel hat für sich, ausgehend von dieser Open Range, für diesen Supertrend jetzt eine für sein Trading hier Periode, was ist es? 14 ist es, richtig? Periode 14, aber den Multiplier nicht mit 2,618, sondern mit 3,141, also quasi Pi im Grunde genommen getestet. Ob es jetzt war, weil es Pi ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher weniger. Es war vielleicht reiner Zufall. Ich will ganz kurz erklären, wie diese krumme Zahl bei mir zustande kam. Ich hatte lange Zeit mit einem Multiplier von 2,5 gearbeitet und hatte dann eine Trading-Konferenz auch hinsichtlich eines Coachings damals organisiert gehabt. Und im Zusammenhang mit dieser Konferenz kam es dann während einer Kaffeepause mit einem Trader und den dort Anwesenden zu einer kleinen Diskussion, wie man denn den Supertrend eventuell ein bisschen optimieren könnte. Das war kurz vor Weihnachten. Und ich habe einfach nur nebendran gestanden, habe mir das so angehört, was die sich so unterhalten haben. Und dann fiel eben von dem Multiplier die Aggregation 2,618. Und was interessant war, war Folgendes, dass ich nämlich mit diesem Multiplier 2,5 zwar über das Jahr recht gut gearbeitet habe, nichtsdestotrotz festgestellt habe in der Nachbetrachtung meiner Trades, dass einige Trades in Anführungsstrichen ungünstig ausgestoppt wurden. Und kurz einen Blick bitte. Sofort wieder da.
So, da bin ich wieder. Dass ich dann in der Nachbetrachtung gesagt habe, da müsste ich vielleicht mal schauen, ob ich das irgendwie optimieren kann. Das sah nämlich manchmal ein bisschen sehr ungünstig aus. Und dann habe ich Folgendes gemacht, weil es eben kurz vor Weihnachten war und das Zeitfenster da von 2 Wochen, man hat halt nicht besonders viel zu tun, habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe eine Nachbetrachtung meines Tradings eben angestellt und habe festgestellt, dass dieser Multiplier von 2,618 dieses Problem nicht nur für dieses eine Jahr, sondern für eine Vielzahl von Jahren optimiert bzw. verbessert eben tatsächlich, woraus ich dann den Schluss gezogen habe, dass ich hier mit diesem Supertrend Multiplier 2,618 bei einer Periode von 14 arbeite. Übrigens dazu, ich probiere mal kurz was. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Moment. Kann man? Nee. Ah, das geht hier nicht. Oder geht das hier? Vielleicht ist die Elena gerade da und hört mich. Ja, ich gehe davon aus. Ja, ich kann dich gut hören. Perfekt. Könntest du bei den Unterlagen, oder funktioniert das, kann man da diesen, diesen Indikator, den ich dir zugeschickt habe, kann man den da hochladen? Ich probiere es mal. Dann tue ich den da, falls ich es hinbekomme, ist der gleich dabei. Okay, perfekt. Das wäre super. Super, kein Problem. Ja, also eventuell taucht gleich hier in der Chatbox oder ja, also bei euch im Panel taucht gleich ein Indikator auf, ein Supertrend-Indikator, der sieht so aus mit diesen Punkten. Ist ein Standard, na, ist kein Standardindikator, es ist ein Customized-Indikator, der aber nichtsdestotrotz eben genutzt werden kann. Und mal sehen auch, ich habe dieses Beispiel auch mit einem Short Trade und auch eine sehr, sehr langen Trendstruktur. Wenn du im CAV von 2 zu 1 hier arbeitest, ist da dein Take Profit, das wird wunderbar erreicht, relativ zügig, klack, klack, dann ist das Ziel erreicht. Im Falle aber jetzt des Supertrends wird der Ausstieg eben hier auf den Weg gebracht. Und wenn man sich die Punktaggregation anschaut, dann sieht man, dass das Gesamtergebnis nochmal 100 Punkte besser sein kann. Das ist etwas, was es eben genauestens zu berücksichtigen gilt hinsichtlich des Erwartungswertes, mit dem man da eben entsprechend arbeitet. Es kann sein, dass ein Handelsansatz mit einem Erwartungswert von 2 zu 1 gerade so profitabel ist, nach Kommission und dergleichen. Wo ja auch Thickmill zum Beispiel eine super Möglichkeit bietet sich oder wo man Thickmill definitiv berücksichtigen sollte oder sich das mal näher anschauen sollte, wenn man es nicht bereits getan hat, weil Thickmill unfassbar gute Konditionen im sowohl Devisenbereich zur Verfügung stellt, als auch im DAX beispielsweise. Also auf der Webseite kann man das schon sehen. Hier ist es zum Beispiel so, da gibt es keine Kommission auf den DAX. Und dort ist es so, dass der Spread bei 0,8 Punkten liegt, was wirklich richtig, richtig eng und richtig gut ist, weil eben das auch eine ganz entscheidende Auswirkung auf eben die Profitabilität eines Handelsansatzes haben kann. Und jetzt könnte es zum Beispiel sein, dass man dann feststellt, dass der Erwartungswert mit der Verwendung oder Beiverwendung des Supertrends hier noch einmal signifikant gesteigert werden kann, also noch verbessert wird. Das ist eine Erwartungswertoptimierung, die da eben entsprechend stattfindet. Wir wollen aber im Folgenden dennoch mit einem Entschuldigung, nicht Erwartungswert, mit einem CAV von 2 zu 1 hier arbeiten. Und ich möchte dort dieses Backtest-Resultat mal ganz kurz vorstellen. Das hat jetzt an der Stelle damit zu tun, dass das ein bisschen ein kurzes Fenster, ehrlich gesprochen. Ich tendiere eigentlich dazu oder ich präferiere, da Handelsansätze über 5 Jahre und eventuell sogar mehr zu testen. Ich habe aber leider nicht mehr Kurshistorie bekommen. Nichtsdestotrotz, es soll an dieser Stelle ausreichend sein, um zu unterstreichen, dass dieser Ansatz trotz dieser relativ einfachen, rudimentär anmutenden Herangehensweise und nur dieses Abfolgen von 3 bzw. 4 Punkten, der noch profitabel ist. Wir haben in diesem Zeitfenster uns hier zum Beispiel 225 Trades betrachtet, dort. Und wir sehen dann zum Beispiel ein Gewinnverhältnis von 41,8%, folglich 58,2% verlorene Trades. Wir sehen auch in diesem Zusammenhang den durchschnittlichen Gewinntrade mit 157 Euro, durchschnittlichen Verlusttrade von 99,7. Das heißt, wenn wir diese Zahlen jetzt mal hier uns betrachten, haben wir eine TQ, eine Trefferquote von 41,8% und wir haben ein sogenanntes Payoff, beziehungsweise wir schreiben auch die VQ noch dahinter, also Verlustquote dann von, komm mal her, so. Von 58,2%. Wir haben dann ein sogenanntes Payoff-Ratio. Das Payoff-Ratio ist tatsächlich gleichbedeutend mit dem Verhältnis durchschnittlicher Gewinn geteilt durch durchschnittlicher Verlust.
So, und wir haben es gerade schon hier gesehen. Ich ziehe das auch gerade mal ein bisschen auf noch. Wir runden die Zahlen jetzt mal auf 157 Euro durchschnittlicher Gewinn und 100 Euro durchschnittlicher Verlust ergibt sich dann zu 1,57 zu 1. So, und also diese Komponente, Payoff Ratio, 1,57 zu 1. So, und was man jetzt damit machen kann, ist Folgendes. Nämlich, man kann das in eine Formel eingeben, die ich persönlich als die wichtigste Formel bezeichnen möchte, die man als Trader auf jeden Fall kennen muss, nämlich die zum Erwartungswert. Weil der Erwartungswert nämlich darüber entscheidet oder eine Aussage trifft, ob das, was wir machen, profitabel ist oder nicht. Wie oft passiert es, dass man nämlich im Zusammenhang mit Trading hört, na, ich bin profitabel oder ich bin nicht profitabel. Und tatsächlich hat man das Gefühl, dass sehr, sehr wenige wirklich wissen, was heißt eigentlich Profitabilität im Trading. Also das ist nicht abwertend gemeint, aber es ist tatsächlich so, dass es bei mir im Laufe der Jahre wirklich immer mehr und immer häufiger so war, dass ich das Gefühl hatte, jemand, der über Profitabilität im Trading spricht, der weiß eigentlich gar nicht, was das heißt. Es ist nicht selten so, dass es dann heißt, naja, ich habe jetzt hier mal 2 Monate ein bisschen getradet und habe da mal so 100 Trades gemacht. Und das Ergebnis ist positiv, also bin ich mit meinem Trading profitabel. Es gibt tatsächlich nichts, was weiter von der Realität ist und fernab von jeglicher Profitabilität als diese Aussage tatsächlich. Denn das ist das, was ich gerade meinte im Zusammenhang mit Toni Kroos, was das dann super widerspiegelt und was einen als Trader einfach schmunzeln lässt, nämlich die Aussage, nun, wenn du 400 Pässe schlägst, dann kann auch mal einer daneben gehen. Genauso wie man hier an diesem Ergebnis über 225 Trades, das ist derselbe Ansatz. Das ist der Ansatz, den wir gerade hier in der Trading, im MetaTrader hier formuliert haben, ist, das sind die Parameter, die ich, womit ich den Trade gefüttert habe, welche ich hier jetzt über einen Zeitraum dann von einem Jahr ausgewertet habe und was selbst, wenn man das jetzt zurückgehen würde bis ins Jahr 2010, immer noch zeigen würde, es ist ein profitabler Ansatz. Er funktioniert. Er zeigt am Ende eine Kapitalkurve, die sich von links unten nach rechts oben bewegt, also eine steigende Kapitalkurve nach sich zieht. Und das bedeutet dann eben, dass man die Vielzahl von Trades betrachtet und dass man sich nicht hier in Anführungsstrichen lumpen lässt von einem Event, was jetzt nicht so aufgegangen ist, was auch wiederum unterm Strich jetzt interessanterweise natürlich nachvollziehbar werden lässt. Was ich gerade damit meinte, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir einen Verlusttrade jetzt gerade hatten. Denn diese Verlusttrades, an denen kann man eigentlich in meinen Augen viel, viel mehr lernen oder aus diesen kann man viel mehr lernen als dann aus Gewinntrades. Wenn der Trade jetzt aufgegangen wäre und wir hätten so Marktbedingungen gehabt wie gestern, ja, dann wäre das sicherlich für die kommenden Live-Trading-Events eine Riesensache geworden, weil wahrscheinlich die Teilnehmerzahlen aus allen Nähten geplatzt werden, gesagt werden, da ist der nächste Guru, ja, und der weiß, wie es läuft, denn der hat genau bei diesem Live-Trading-Event genau 2 Gewinntrades gehabt und genau deswegen ist er besonders. Aber in der Tat ist das tatsächlich nicht wirklich, in meinen Augen jedenfalls, meiner Meinung nach, nicht wirklich hilfreich. Tatsächlich ist es so, dass man aus diesen Verlusttrades viel bessere Rückschlüsse ziehen kann. Und wie gesagt, das ist das, was wir jetzt an der Stelle einfach hier tun, indem wir nämlich den Erwartungswert dann formulieren. Jetzt in dem Fall für diese 225 Trades, also ein Tag, ein Trade pro Tag, wenn man so möchte. Aber was eben für alle weiteren Trades eine Rolle spielen wird, es ist natürlich eine Betrachtung der Historie, das ist natürlich ganz wichtig. Und zwar ist es wie folgt, ich habe jetzt gerade eben hier einen Kommentar in der Chatbox gelesen, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen rausgekommen. Moment. Frage, ob das Event aufgezeichnet wird. Ich gehe jetzt zuerst auf die Frage ein. Ja, wird aufgezeichnet. Und es wird dann im Tickmill-YouTube-Channel wird's hochgeladen. Also ich werde es natürlich auch zum Beispiel über meine Kanäle teilen, aber auf jeden Fall wird das definitiv im Tickmill-Channel verfügbar sein. Das kann ich an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen. So, zurück zum Erwartungswert. Also um was es nämlich jetzt geht, ist an dieser Stelle, dass man einfach, wenn man es schafft, das ist eine historische Betrachtung, wenn man es schafft, jene Parameter dann zu stabilisieren über einen längerenfristigen Zeitraum, dann kann man mit Hilfe von sogenannten Monte-Carlo-Simulatoren zum Beispiel eine Erwartung für sich formulieren, die wiederum tradingtechnisch aus mentaler Perspektive unglaublich wichtig wird. Was ich damit meine, gleich, wir wollen zunächst einmal erst die Zahlen einfüllen hier, um eine Idee davon zu bekommen, wie profitabel ist denn jetzt eigentlich profitabel. Was heißt denn Profitabilität? Wie kann man sich das vorstellen? Man kann diesen Erwartungswert also dadurch
Ich runde das jetzt auch mal auf 42% auf. Man kann das dadurch eben berechnen, dass man den durchschnittlichen Gewinn mit der Trefferquote multipliziert. Trefferquote sind 42%, also 0,42. Wir multiplizieren das hier mit dem durchschnittlichen Gewinn von 1,57. Und davon ziehen wir ab die 58% Verlustquote und multiplizieren das mit der 1, das ist der durchschnittliche Verlust. Jetzt nehme ich mal kurz hier meinen Taschenrechner. 0,42 mal 1,57 sind 0,66. Davon ziehen wir ab 0,58. 0,58 mal 1 ist 0,58 und wir erhalten 0,08. So, was heißt das? Das heißt, der Erwartungswert beträgt 0,08 Euro pro riskiertem Euro. Also anders formuliert, warum bin ich im Zusammenhang mit dem Trade, der jetzt hier schiefgegangen ist, überhaupt gar nicht irgendwie frustriert oder sonst dergleichen? Wir hatten einen Kontrakt, 1,5 Kontrakte hatten wir gekauft. Ich mache das nochmal hier ran. Wir hatten eine Open Range von 30,5. Wir können jetzt also diese 30,5 Punkte hier multiplizieren mit den 1,5 Kontrakten, die wir dort gekauft hatten und erhalten dann 45,75 Euro. Ich mache das mal ganz bewusst, ganz detailliert, weil ich denke, dass das unterm Strich sehr, sehr interessant sein dürfte. Also 30,5, das war das Risiko, Punkte, multipliziert mit den 1,5 Kontrakten, die wir gekauft hatten. Das ergibt sich dann zu 45,75 Euro. So, das ist also der Eurobetrag, den wir riskiert haben. Mit dem Wissen um diesen Erwartungswert, also eigentlich diesen hier, EW 0,08, können wir jetzt ausrechnen, was können wir durchschnittlich erwarten, pro Trade zu verdienen? Und zwar unabhängig davon, ob es ein Gewinn- oder ein Verlusttrade ist. Denn das ist das, was wir an dieser Stelle berechnen, den Erwartungswert. Und dann ist es so, dass wir hier die 45,75 multiplizieren mit den 0,08 und wir erhalten 4,75 mal 0,08 38, jetzt habe ich gerade Mist gemacht. Ich habe jetzt hier 475 eingegeben, das war jetzt nicht so ganz richtig. 475 mal 0,08. So, dann können wir erwarten 3,66 Euro pro Trade zu verdienen. So, jetzt wird der eine oder andere sagen, 3,66 Euro, das ist jetzt aber nicht so viel. Das ist richtig. Also davon wird man wahrscheinlich nicht unbedingt seinen Lebensunterhalt bestreiten können, 3,66 Euro pro Trade zu verdienen. Denn wir reden dann bei 20 Trades pro Monat, die wir vielleicht machen, von ja, großzügig 72 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, die wir verdienen. Ja, davon wird man wahrscheinlich als Selbstständiger noch nicht mal die Krankenkasse bezahlen, noch nicht mal ansatzweise. So, nichtsdestotrotz, wir müssen das natürlich in Relation zu dem von uns gehandelten Trading-Kapital setzen. Wenn wir hier ein 5.000-Euro-Konto traden, was wir ja tun, da sehen wir es. Naja, was bedeutet denn dann das, wenn wir jetzt 3,66 pro Trade machen und offensichtlich nach dem Backtest können wir hier sagen, in einem Jahr sind wir bei ungefähr 200 bis 220 Trades. Wir wollen mit 200 Trades mal arbeiten. Das lässt sich einfacher rechnen. Was heißt denn das? Naja, wenn wir jetzt ein 5.000-Euro-Konto traden, mach das übrigens mal so, und wir haben hier 200 Trades in einem Jahr und pro Trade verdienen wir 3,66 Euro. Dann ergibt sich doch, dass wir 200 mal 3,66 gleich 700 und jetzt machen wir es ganz genau, 732 Euro verdienen. Auch da wird der eine oder andere sagen, das machen wir per annum, also PA. Ja? Wir rechnen das jetzt hier, weil wir das auf ein Jahr gerechnet haben. Wir machen das jetzt für ein Jahr. Wird auch jemand sagen, ja, für 732 Euro, pff, ich weiß nicht, also würde ich dafür jetzt morgens aufstehen? Nochmal, man muss das in Relation setzen zu den 5.000 Euro, die wir auf den Tisch gelegt haben mit unserem Trading-Kapital. So, also das bedeutet etwas anders formuliert, wir haben an dieser Stelle jetzt vor Steuer und Co. natürlich, wie viel Rendite erwirtschaftet, wie viel Rendite kommen wir bei 732 durch 5.000? Wir kommen auf 14,6%. PA. So, mit einem rudimentären Handelsansatz. Ja, also der Ansatz ist nicht kompliziert oder sowas.
Diese 14,6%, nochmal vor Steuer und Co., aber diese 14,6% ist das, was ich erwarte im Schnitt. Wenn ich dann entsprechend hier mit diesem Handelsansatz auf ein 5.000-Euro-Konto arbeite. Und 14,6% sind ganz nett formuliert super attraktiv. Denn die bekomme ich auf keinem Tagesgeldkonto dieser Welt. Und das ist das, was man eben dann im Zusammenhang mit dem Trading immer so ein bisschen hinten runterfallen lässt. Es ist zu oft so, dass beim Trading die Leute, die sich mit dem Trading dann beginnen auseinanderzusetzen, glauben, sie werden innerhalb kürzester Zeit reich. Das ist aber genau das, worum es eigentlich nicht geht. Es geht darum, eine Möglichkeit hier für sich zu formulieren, wie man eine über Marktdurchschnittsniveau Rendite erwirtschaften kann. Sicherlich mit einem gehebelten Produkt. Also wir reden jetzt hier nicht davon, dass die Risiken klein sind, aber nichtsdestotrotz geht es darum, dass wir mit einer konservativen Herangehensweise, mit einem entsprechenden Risikomanagementplan genau dazu in der Lage sind, eine Rendite über Marktniveau eben zu erwirtschaften, die wir für unsere 5.000 Euro auf keinem Tagesgeld oder sonst dergleichen bekommen würden. Und das ist das, was viele Leute im Zusammenhang mit dem Trading und auch dem, was sie erwarten von ihrem Trading, komplett hinten runterfallen lassen oder komplett ausblenden. Das ist nicht unattraktiv, ganz im Gegenteil. Das sind super attraktive Renditen, die hier realistisch sind oder die realisierbar sind. Nichtsdestotrotz sind wesentlich geringer als das, was viele für sich als Erwartung formulieren, wobei es Möglichkeiten gibt, und das ist das mit dem Monte Carlo Simulator, wo es Möglichkeiten gibt, dieser Erwartungshaltung von vornherein einen ganz soliden und realen Stempel aufzudrücken. Übrigens, ich spreche an der Stelle jetzt natürlich nur von einer Strategie. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mehrere Strategien zum Beispiel zu handeln, ein Strategieportfolio zum Beispiel aufzumachen. Ja, das wären okay, die Frage von Marco, darauf gehe ich gleich nochmal ein, okay? Denn das wäre jetzt zu großer Bogen, den ich schlagen müsste. Aber ich werde zum Ende des Webinars auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, versprochen. Also zur Akkumulation und Distribution. Also wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, der Strategieportfolios aufzubauen. Es gibt auch die Möglichkeit, noch vielleicht Ansätze zu formulieren, die haben noch bessere Erwartungswerte, sind dann noch attraktiver. Nichtsdestotrotz, es ist unfassbar wichtig aus mentaler Sicht, und das werden wir spätestens nächste Woche am Dienstag, 19 Uhr, dann in dem Psychologie-Spezial sehen, unglaublich wichtig, eine reale Erwartungshaltung für sein Trading zu formulieren. Denn wenn die Erwartungshaltung zu weit, vor allem auf der Oberseite, zu weit über dem liegt, was realistisch ist, ist die Chance, enttäuscht zu werden, enorm hoch. Und wie häufig werdet ihr eventuell bei euch selbst festgestellt haben, dass ihr von eurem Trading nach einer kurzen Zeit, neben den monetären Verlusten, die ihr eventuell erlitten habt, obendrein unfassbar frustriert wart, auch weil ihr festgestellt habt, dass das, was ihr ursprünglich erwartet habt, nicht erfüllt worden ist. Und das ist etwas, was dann sich in solch einer regelrechten, ja, fast schon Verlustspirale widerspiegeln kann, was dann tatsächlich sogar bei dem einen oder anderen sogar Depressionen nach sich zieht. Also ich will jetzt nicht dramatischer werden als nötig, aber faktisch ist es auf jeden Fall einmal so, dass man hier in dieser Konstellation diese Erwartungshaltung nicht unterschätzen sollte. Übrigens, ganz kurz zu Jan-Peter, der fragt hier nach der Chatbox. Ich hoffe, dass es okay ist. Ich erwähne sie einfach ganz kurz. Ich rede von der Trading-Chatbox, die ich jeden Tag bei mir auf dem Guidance-Desk einrichte. Also, wer schon mal was von Guidance gehört hat, ich kann das ja mal ganz kurz hier zeigen. Das ist relativ eigentlich unspektakulär. Ich habe das einfach nur mal so als Möglichkeit für den Austausch von Tradern untereinander auf Tagesbasis zum Thema Trading eben eingerichtet. Also ich zeige das mal eben hier auf Guidance. Ist dort, gucken. Nee, brauchen wir nicht. Man kann eigentlich Jens Klatt oder man muss nur Jens eingeben. Ich bin der einzige Jens, der sich hier tummelt tatsächlich. Dann gibt es hier immer diese Trading-Chatbox. Die setzt sich für jeden Handelstag auf und man kann es hier sehen. Heute sind jetzt nicht so viele Kommentare da drin. Das hat auch alles einfach einen Grund. Es werden alle hier sein. Aber normalerweise sind die hier immer sehr, sehr gut befüllt. Also da sieht man 50 Kommentare und dergleichen, wo man sich dann zum Thema Trading austauschen kann. Ja, also das heißt, das ist die Chatbox, auf die ich hier mich beziehe. Und man kann auch da schon sehen, da ist jener Martin, von dem ich gerade eben in diesem Zusammenhang sprach. So, also Erwartungen im Trading und welche Wichtigkeit sie eben tatsächlich haben, das ist etwas, worauf wir jetzt eingehen wollen. Denn jetzt ist es natürlich so,
Marktbedingungen verändern sich. Nichtsdestotrotz kann es ja dennoch sein, dass über eine Vielzahl von Trades dennoch es gelingt, diese Komponenten Trefferquote, Verlustquote zu stabilisieren. Tatsächlich würde ich sogar so weit gehen und sagen, in diesem Zeitfenster, was hier analysiert worden ist, ist die Trefferquote unter dem, was eigentlich erwartet werden konnte oder sollte. Denn normalerweise sind diese Breakout-Ansätze, kurz einen Blick, ich muss mal kurz, muss man irgendwas schauen. Okay. Normalerweise ist es nämlich so, dass diese Ansätze zwischen 45 bis 50% ungefähr trefferquotentechnisch landen. Also theoretisch ist es eigentlich eher so, dass man, ja, einen Trefferquote von 47% gut annehmen kann. Ich habe ein Backtest-Resultat, das könnte ich jetzt hier zeigen, das wollen wir aber nicht tun. Für den S&P zum Beispiel, den haben wir getestet von 2010 bis 2017, Mitte 2017, Mitte 2010 bis Mitte 2017. Also über 7 Jahre, da lag die Trefferquote bei 47%, was auch schon ziemlich gut ist. Nichtsdestotrotz immer noch im Bereich um die 50% liegt. Aber ich persönlich bin ein Freund davon, immer eine konservative Herangehensweise zu nehmen und die Trefferquote auch nach unten zu reduzieren, um einfach nochmal den Handelsansatz, den ich dort teste und aufgehend wovon ich dann meine Erwartungshaltung formuliere, nochmal ein bisschen mehr zu stresstesten. Also das heißt, dem nochmal ein bisschen mehr Stress auszusetzen und zu schauen, ob es dann immer noch profitabel ist und ob es immer noch funktioniert. So, und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Und zwar hat es der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen. Ich werde ein zweites Buch veröffentlichen. Also die Geschichte dahinter ist, dass der Finanzbuchverlag, für den ich ja schon mal ein Buch geschrieben hatte, 2014, Forex Trading, mich gefragt hat, weil die erste Buchveröffentlichung dort meinerseits ein Erfolg war, ob ich nicht nochmal ein Buch schreiben wollte. Ich habe mich immer die ganze Zeit ein bisschen gesträubt und dachte mir so, na, sollst du das wirklich machen? Weil es einfach unglaublich viel Arbeitsaufwand ist, um so ein Buch zu erstellen. Ich habe dann aber am Ende, habe ich dann doch Ja gesagt. Ich habe eine Voraussetzung genannt, die kann man dann auch auf der Webseite hier sehen. Das ist das Buchcover oder ein Ausschnitt davon. Ich habe das Buchcover selber gestalten dürfen. Aber ich dachte mir, es wird nicht nur einfach ein Buch, sondern ich möchte gerne den Lesern diesmal ein Event wirklich verschaffen, was es nicht nur ist, dass man sich hinsetzt, das Buch durchliest und dann war es das, sondern wo sie dann auch mit den erworbenen Kenntnissen aus dem Buch für ihr Trading etwas machen können, damit was machen können. Ich habe eine Webseite dann aufsetzen lassen und habe auf dieser Webseite etwas integrieren lassen, was man als Monte Carlo Simulator hier kennt. Das ist der. Findet man, Website ist trader-dasbuch.de und einfach oben auf Monte Carlo Simulation klicken, ein bisschen nach unten fahren. Und dann passiert was ganz Spannendes. Dann hat man nämlich hier plötzlich die Möglichkeit, einige Dinge einzutragen. Also das heißt Startkapital, Gewinnchance und dergleichen. Und dadurch sich Kapitalkurven, mögliche, wenn man diese Komponenten stabilisieren kann, auswerfen zu lassen. Und das ist super interessant, weil da kommen wir nämlich wieder in den Bereich Erwartungswert. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben ein 10, nein, wir haben 5.000-Euro-Konto. Wir haben ein 5.000-Euro-Konto, welches wir hier auch live traden. Und wir schauen uns jetzt mal die Anzahl von Trades an und wir gucken uns mal nicht nur das nächste Jahr an, wo wir ungefähr 200 Trades haben, wir gucken uns mal die nächsten 3 Jahre an. Wir gehen einfach mal von 600 Trades aus, die wir hier dann durchlaufen lassen. Wir wissen um unsere Gewinnchance, das sind 42%. Und wir machen jetzt mal folgendes: Simulationsdurchläufe ist, wie viele verschiedene Kurven erstellt er. Also ich könnte jetzt hier auch 100 schreiben, das macht aber keinen Sinn, dann habe ich einfach nur diesen bunten Eimer Knete. Wir wollen einfach 15 verschiedene Kapitalkurven simulieren. Jetzt sind wir nämlich genau bei diesem Moment. Marktbedingungen verändern sich. Was heißt, Marktbedingungen verändern sich? Das bedeutet, es gibt ja verschiedene Läufe. Es kann sein, dass der Ansatz zum Beispiel in einem Jahr super gut funktioniert und im anderen nicht so gut funktioniert. Es kann sein, dass zum Beispiel mal 3 Gewinntrades in Folge auftreten. Es kann auch mal sein, dass mal 8, 9 Verlusttrades in Folge auftreten. Alles das kann man mit sogenannten Monte-Carlo-Simulationen super in den Griff bekommen, weil die auf relativ einfache, zügige, schnelle Art und Weise genau das eben hier dann erreichen. Also das heißt, was die an der Stelle machen, ist im Grunde genommen, die setzen mir verschiedene Simulationsergebnisse dann entsprechend auf. Wir haben ein Payoff-Ratio, auch das kennen wir. Das war das hier. Payoff-Ratio 1,57 zu 1. Das können wir auch ganz genau so eingeben übrigens, 1,57 zu 1. Und jetzt ist es natürlich eine Frage. Das ist interessant. Das ist etwas, was gleich im Zusammenhang mit Risikomanagement noch eine Rolle spielen wird. Wir haben jetzt gerade eben 46 Euro riskiert auf unsere 5070, die wir hatten, und sind dabei bei 0,9%. Ich werde gleich zeigen,
wie man mit dieser Komponente noch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann oder eine sehr, sehr gute Möglichkeit hat, bereits sein Risiko pro Trade einzugrenzen. Es gibt immer die Frage, wie viel soll ich denn pro Trade riskieren? Jeder, der schon mal ein Tradingbuch in der Hand hatte, der sagt, naja, da steht immer dran 1%. Das ist eine sehr problematische Aussage, weil es nicht die wirkliche Risikoneigung des jeweils welchen Traders berücksichtigt. Es kann durchaus sein, dass der ein oder andere Trader sagt, na, ich möchte maximal 25% meines zur Verfügung stehenden Trading-Kapitals maximal verlieren und danach möchte ich erstmal das Trading beenden und erstmal eine Ursachenforschung betreiben. Warum hat es nicht funktioniert? Es kann durchaus nötig sein, dass man ausgehend von dem Handelsansatz, den man eben formuliert, dadurch das Risiko pro Trade reduzieren muss, weil sonst die aus rein statistischer Perspektive erhöhte Möglichkeit besteht, erhöhte, sehr erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man in diesen sogenannten Point of Ruin läuft. Das ist, dass dieser Punkt, den man dann erreicht hat, wo man das Trading auf jeden Fall beenden sollte. Und man sollte natürlich vermeiden, diesen zu erreichen. Das Ziel sollte sein, einen Ansatz zu formulieren und dann das jeweilige Risiko pro Trade so zu kalkulieren, dass man dieses möglichst nicht erreicht, eben entsprechend. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir klicken auf Simulation starten. Und was passiert? Es passiert, dass wir hier unten die Trade-Zahl aufgeführt bekommen, 600 Trades. Und wir haben hier entsprechend unser Kapital in Euro am Ende, ausgehend von den 5.000 Euro. Und wir können erkennen, dass ein Großteil aller Kurven auf jeden Fall im positiven Bereich ist. Sehr interessant ist übrigens auch die Durchschnittskurve sicherlich. Und zwar ist das jene hier, das ist die weiße, die zeigt, dass wir unser Kapital in diesen 3 Jahren von 5.000 auf 8.000 Euro hochgetradet haben. Also Pi mal Daumen ungefähr. Und dass wir in diesem Zusammenhang dann eine Rendite also von 60% erwirtschaftet haben. Was jetzt auf 3 Jahre schon mal, glaube ich, ein ziemlich ordentlicher Zuwachs ist. Ich glaube, den kriegt man mittlerweile nur im Immobiliensektor in Düsseldorf oder in München beispielsweise. Und nun ist es eben so, damit ist es natürlich noch nicht getan. Das ist natürlich eine schöne grafische Aufbereitung. Nichtsdestotrotz, das, was super interessant ist, glaube ich, ist dann, was hier unten ausgespuckt wird. Zum Beispiel Kelly ist eine Möglichkeit, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, das geht ein bisschen zu weit und ist auch nicht wirklich zielführend, wenn wir uns auf die Verlustseite im Trading fokussieren wollen. Aber ich kann auf Wolfgang ganz kurz schon mal sagen, hast du schon mal andere Range-Zeiten getestet? Ja, habe ich. Aber wir wollen, das würde das jetzt den Rahmen sprengen, aber habe ich auf jeden Fall. Ich habe andere Range-Zeiten getestet und könnte die jetzt auch präsentieren. Das machen wir vielleicht dann auf einem der kommenden Live-Trading-Events. Da könnten wir uns auch andere Ranges mal betrachten. Übrigens, noch was fällt mir dazu an, andere Range-Zeit. Wir haben jetzt hier auch einen zweiten Trade, Euro-japanischer Yen. Der ist ebenfalls gerade aufgesetzt worden. Ja, das kann man jetzt hier erkennen. Das ist jener Trade, von dem ich sprach. Im Zusammenhang, der dann plötzlich einfach auftaucht, der über den VPS eingespielt wird. Ja, da kann man das auch hier erkennen, arbeiten wir auch offensichtlich mit einer Range. Wir sind jetzt hier aus dieser Range auf der Unterseite ausgebrochen. Wir traden unterhalb dieses EMAs wieder. Stop des Trades liegt hier und da unten liegt das Take-Profit-Level. Also das heißt, ja, das ist ein anderer Range-Breakout-Ansatz, der hier entsprechend gefahren wird. Es wäre natürlich schön, wenn der sich in unsere Richtung entwickelt. Ja, warten wir einfach mal ab. Wie sich der Trade entwickelt. Der ist, wie gesagt, gestern hier in dieser Kerze, ist er in den Take Profit gelaufen. Das ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis. So, aber zurück zur Simulation. Also, und zwar, wie gesagt, wir haben jetzt eine durchschnittliche Performance. Das ist das, was ich gerade sagte hier. Das ist diese weiße Linie. Sind wir bei 55,8%. Wir haben Mindest-Performance zu Drawdown-Verhältnis von 0,1. Auch das wollen wir jetzt noch nicht definitiv hier näher betrachten. Das ist allerdings super relevant und super interessant. Der größte maximale Drawdown, der uns hier in diesen 15 Kapitalkurven aufgetreten ist, über diesen Zeitraum von 600 Trades und der durchschnittliche maximale Drawdown. Sehr interessant. Der größte maximale Drawdown lag hier bei 30,9%. Ich hatte gerade eben gesagt, 25% ist eventuell das Maximum, was man bereit ist, hier zu akzeptieren an Kapitalrücksätze. Also das heißt, auf ein, wo haben wir es? 5.000 Euro Konto da oben, sprechen wir an der Stelle von 1.250 Euro, die wir bereit sind zu verlieren. Wenn wir jetzt hier bei 30,9 rauskommen, dann haben wir die Information, wir haben eine sehr hohe Chance, dass wir, wenn wir diese Komponenten, Trefferquote und auch Payoff-Ratio stabilisieren können, dann haben wir eine dahingehend sehr, sehr interessante Aussage, nämlich, dass wir sehr wahrscheinlich
unseren sogenannten persönlichen Point of Ruin, das, was wir bereit sind zu verlieren, definitiv erreichen werden. Da müssen wir also gleich intervenieren. Da müssen wir eine Idee formulieren, wie wir das hier in den Griff bekommen können. Auch sehr interessant, die Anzahl maximal folgender Gewinntrades ist 11. Wir können einen super Lauf erwarten, wo wir 10, 11 Mal in Folge eben treffen. Das ist rein statistisch und nach diesen Simulationen ist das durchaus in Betracht zu ziehen. Genauso sollten wir aber auch in Betracht ziehen, dass wir 16 Mal in Folge einen Verlusttrade sehen. Also es kann durchaus sein, dass das, was wir jetzt hier gerade eben gesehen haben im DAX, wo der Stopout hier erfolgt war, nach dem Ausbruch auf der Oberseite und dann dem Ausbruch auf der Unterseite, dort, wo wir ausgestoppt worden sind, dass das der Beginn einer vielleicht für uns auch aus mentaler Perspektive schmerzhaften Serie von einer Vielzahl von Verlusttrades ist. Diese lassen sich nicht vermeiden. Das ist das, was wir hier machen, ist im Grunde genommen reine Statistik. Nichtsdestotrotz, es zeigt auf, was passieren könnte. Und das macht es für uns natürlich viel, viel leichter, in Zukunft damit umzugehen, wenn es auftritt. Denn wenn es auftritt, wissen wir, rein mathematisch, querstrich, rein statistisch, haben wir gar keine andere Möglichkeit, als dass es so kommt. Es ist so. Genauso wie auch wir nicht die ultimativen, ich nenne mich jetzt mal Trading-Götter sind, ja, weil wir 11 oder von mir aus auch nicht weniger, von mir aus 7 oder 8 Mal in Folge einen Gewinntrade haben. Das ist rein statistisch einfach. Das ist Teil dieser Input-Parameter, die wir hier reinstecken. Das tritt einfach auf. Es ist schön, wenn es auftritt. Nichtsdestotrotz hat das nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder dergleichen besitzen. Es hat einfach damit zu tun, dass es Statistik ist. Aus rein mathematisch einfach eine Gewissheit, dass sowohl die Gewinn- als auch die Verlustserien so auftreten werden. Und daran werden wir nichts tatsächlich ändern können. So. Also, das im Zusammenhang mit Simulationen. Jetzt die Frage, okay, was können wir tun, um diesen maximalen Drawdown zu reduzieren? Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Wir können natürlich immer versuchen, hier die Simulation neu zu starten. Der Drawdown verändert sich dann auch leicht. Und wenn wir einen guten Lauf erwischen, dann schaffen wir es eventuell, den sogar unter 30% zu drücken, wie hier. Nichtsdestotrotz bleiben wir erstmal oberhalb unter 25%. Und genauso wie wir den drunter drücken können, würde ich jetzt mal behaupten, besteht auch hier sogar jetzt unter den 25, ja, besteht auch die Möglichkeit, dass wir mal über 30 rauskommen. Also das hängt davon ab, genau, Andreas sagt es schon gerade bereits, Risiko pro Trade senken offensichtlich. Aber nochmal ganz kurz abschließend, was wir hier an der Stelle sehen können, ist, was da rauskommt, hängt davon ab, wie die jeweiligen Verläufe eben sind. Ich kann einen Mega-Lauf erwischen, das sieht man hier, über 3 Jahre. Und dann sehen wir das maximale Kapital bei roundabout 14.000, 15.000 Euro. Ich habe das Konto verdreifacht. Das ist ein super guter Lauf, aber es ist eben ein, ich nenne ihn statistischen Ausreißer. Es hat nichts damit zu tun, dass derjenige, welche Trader ja jetzt in irgendeiner Form eine herausragende Fähigkeit besitzt. Natürlich kann er die Komponenten versuchen zu beeinflussen, Trefferquote erhöhen, zum Beispiel, dass er bestimmte Trades in bestimmten Bereichen nicht eingeht, weil er sagt, der Wahrscheinlichkeit, dass der Markt hier zu einer Korrektur ansetzt und ein Breakout prozyklisch zum Beispiel nicht aufgeht, ist hier höher, weswegen ich die Positionsgröße reduziere, vielleicht den Trade komplett ausspare. Das ist allerdings auch nur dann statistisch signifikant, wenn ihm das mehr als einmal gelingt. Wenn er das einmal schafft, dann hat das noch keinerlei Aussagekraft. Und das reicht auch nicht, 10 zu haben. Da sind wir dann schon eher im dreistelligen Bereich, wo wir dann vielleicht bei 100 Trades im Falle dieses Beispiels jetzt in Relation zu was machen. So, Andreas hat die Lösung jetzt schon formuliert. Wir müssen das Risiko pro Trade senken. Auch dann können wir übrigens nicht davon ausgehen, dass es uns gelingt, hier diesen maximalen Drawdown, den wir bereit sind zu akzeptieren, nicht zu erreichen. Es ist im Großen und Ganzen in der Statistik so, dass man sagen kann, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Früher oder später tritt es auf jeden Fall auf. Und wir haben eine Verlustserie von 20 Trades. Nichtsdestotrotz, was wir machen müssen, um unser mentales Gleichgewicht im Trading zu formulieren, finden zu können und vor allem in diesem sehr abstrakten Umfeld uns solide und selbstbewusst besonders bewegen können, ist, dass wir nach Möglichkeit alle möglichen Eventualitäten in irgendeiner Form schaffen, möglichst klein zu halten. Und für uns im Grunde genommen formulieren, das haben wir schon mal gesehen, deswegen ist es nicht mehr so schlimm, wenn es dann auftritt. Es ist unangenehm, das steht außer Frage, aber es ist nicht so schlimm. Dazu möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, ich bin mit meiner Frau vor, es ist schon ein bisschen länger, ja, 4, 5 Jahren, sind wir mal in den Urlaub gefahren, damals noch nach Ägypten war es. Und meine Frau wollte unbedingt tauchen gehen. Und dafür musste man jetzt einen Tauchschein machen. So, jetzt war das für mich, also ich dusche sehr gerne, aber ich bin nicht so der Wasser Fan. Also
Ich bin mit dem Kopf lieber über Wasser. Das ist einfach so. Das war als kleines Kind. Ich hatte nicht irgendwelche schlimmen Erlebnisse. Es hat sich irgendwann einfach so entwickelt. Ich habe, das ist wie so eine, ja, vielleicht auch so eine Kontrollneigung. Also ich bin gerne Herr der Lage. Nicht, dass ich ein Kontrollfreak bin, aber ich weiß gerne, ich bewege mich gerne sehr, nicht über den Dingen, aber seriös oder souverän. Also das bedeutet, dass ich einfach jederzeit die Situation einschätzen kann und eventuell korrigierend eingreifen, sodass alles immer plan in die Richtung läuft, wo man es gerne hinlaufen haben möchte. So. Und das ist im Falle beim Wasser und bei mir und Kopf unter Wasser ist das nicht der Fall. Jetzt haben wir dann diesen Tauchschein eben gemacht, also Coaching, wie man das eben so macht. Da macht man dann so Termine, ja, dann lernt man tauchen, eben erst im Becken und dann geht man irgendwann mal in die freie Wildbahn, ja, und dann hat man da so einen See und dann lernt man das. Also der eine oder andere, der wird wissen, wovon ich rede. So, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass bevor wir jetzt diese Prüfung gemacht haben, so dieses Abtauchen, dass ich da an dieser Stelle wirklich, also ich bin nicht panisch geworden, aber man hat mir angemerkt, dass ich mich unglaublich unwohl gefühlt habe in der Situation. Und dann hat die Tauchlehrerin, die dieses Abzeichen da gemacht hat, diesen Open Water Diver oder wie das Ding heißt, die hat gesagt, pass mal auf, mach mal Folgendes. Geh doch mal mit dem Kopf schon mal ein bisschen unter Wasser. Gewöhn dich dran. Also geh einfach mit dem Kopf mal unter Wasser und stell dich darauf ein, das ist das, was dich gleich umgeben wird. Und das war, es ist eine einfache Maßnahme. Es ist ja nichts Außergewöhnliches. Ich meine, man hält den Kopf unter Wasser. Das kriegt man gerade noch hin. Aber das Interessante ist, dass das unglaublich beruhigend auf mich eingewirkt hat. Also ich habe wirklich, aha, okay, ja, ist nicht schlimm. Also du bist jetzt zwar immer noch an der Wasseroberfläche und den Kopf unter Wasser, aber du weißt schon ungefähr, wie sich das gleich anfühlen wird. Und so war es mir möglich, ohne große Probleme, diese Prüfung dort eben dann abzulegen. Das war keine große Schwierigkeit mehr. Ich wusste, was ich erwarten konnte. Warum erwähne ich das? Weil es in Bezug aufs Trading und das Simulieren von Ausgängen vom Trade-Ergebnis genau das gleiche ist. Dieses Simulieren bringt dich in die Position zu sagen, ja, ich weiß, was ich erwarten kann. Na klar, nur dann, wenn ich diese Komponenten stabilisieren kann. Aber ich bin auf jeden Fall wesentlich souveräner in dem Fall eines Verlustes, weil ich weiß, was ich erwarten kann, als wenn ich das nicht wäre, wo ich vielleicht total emotional werde. Und plötzlich möchte ich Revenge Trading machen. Ich möchte mich am Markt rächen. Ich sage jetzt unbedingt nochmal Long rein, weil das sind so Dinge, das ist klassisch für Anfänger. Aber desto länger du dabei bist und ganz besonders, desto mehr du weißt, was du erwarten darfst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann in der jeweiligen Situation, in der das Ergebnis anders ausfällt als das, was du gerne hättest, in unserem Fall ist heute früh der Verlust, dass du ganz souverän bleibst und einfach sagst, gut, der Trade hat nicht funktioniert. Ändert er das etwas an der übergeordneten Profitabilität des Ansatzes? Nein. Ja klar, es kann sein, dass ich in 3 Jahren ein negatives Ergebnis habe. Das wäre jetzt nicht so optimal, wenn wir hier nach 600 Trades plötzlich nach 3 Jahren 1.000 Euro unter Wasser wären oder eben 20% dann verloren hätten. Das wäre nicht optimal. Nichtsdestotrotz, desto mehr Trades wir machen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dieses negative Ereignis wieder ins Positive gedreht wird. Das Einzige, woran es eben scheitern kann, ist, wenn du das Risiko-Money-Management nicht im Griff hast. Und genau das ist nochmal, jetzt kommen wir zu dem, was Andreas sagte, die Möglichkeit, das Risiko pro Trade zu reduzieren. Wenn dieser Point of Ruin, dieser Wohlfühlmoment nicht mehr gegeben ist, wenn ich mehr als 25% meines Kapitals verloren habe und wir haben jetzt gerade diverse Male gesehen, dass wir dieses Level eigentlich in jeder Simulation gerissen haben, müssen wir das Risiko reduzieren, zum Beispiel auf 0,5% pro Trade. Jetzt passiert schon was ganz anderes. Jetzt sehen wir, dass der maximale Drawdown, selbst, und das ist immer noch interessant, wir sind jetzt auf 0,5% runtergegangen, sie haben immer noch einen 20-prozentigen Drawdown. Also das resultiert besonders an der Stelle aus der nicht besonders guten Trefferquote. Nichtsdestotrotz, wir haben diesen Wohlfühlbereich jetzt bereits erreichen können. Und wir erkennen übrigens auch, dass hier der durchschnittliche maximale Drawdown schon signifikant unter dem liegt, was wir bereit sind zu akzeptieren. Auch unsere Performance, natürlich fällt die jetzt kleiner aus. Die durchschnittliche Performance liegt jetzt noch bei 25,7%. Aber, und das ist das, um was es beim Trading geht, es geht ja nicht darum, wir fokussieren uns ja auf die Performance. Oder nein, wir sollten uns nicht so rum. Wir sollten uns nicht auf die Performance fokussieren, sondern als erstes fokussieren wir uns beim Trading auf die Verlustseite. Denn wenn wir uns auf die Verlustseite fokussieren und in der Lage sind, dort Eventualitäten abzuschätzen, uns immer noch in unserem Wohlfühlbereich zu bewegen und dergleichen, dann wird etwas anderes ganz natürlich passieren, nämlich dass Gewinntrades folgen werden. Weil wir haben lange genug Zeit. Wir erlauben uns Fehler zu machen, um diese Gewinntrades sich auch entwickeln zu lassen. Und wir können jederzeit mit einer ganz, ganz breiten Brust, ganz souverän uns hinstellen und sagen, alles gut, ich riskiere 0,5%. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals meinen maximalen Point of Ruin erreiche, die ist wirklich ganz gering.
Und naja, irgendwann, vielleicht hat man das Glück, man landet dann auf der sogenannten richtigen Seite der Varianz und ist dann hier derjenige welche, der einfach einen super guten Lauf hat, wo wir unser Kapital trotz 0,5% Risiko innerhalb eben dieser 3 Jahre dann mit den 200 Trades pro Jahr im Grunde genommen verdoppeln. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht die Norm. Das sind statistische Ausreißer. Genauso wie auch Verluste hier auf der Unterseite entsprechende statistische Ausreißer sind. Ja? Denn im Großen und Ganzen traden wir weiterhin mit einem positiven Erwartungswert und wir sollten erwarten, dass es uns gelingt, nach einer bestimmten Anzahl von Trades entsprechend ein positives Gesamtergebnis zu realisieren. Und das ist genau das, um was es in diesem Zusammenhang eben beim Trading geht und was wir uns ermöglichen müssen mit unserem Risiko-Money-Management-Plan nach dem Formulieren einer Handelsstrategie, entsprechend von der wir wissen, dass sie profitabel ist. Das führt mich jetzt dazu, dass wir hier den Blick mal kurz werfen wollen auf eine Seite, die ich schon oft vorbereitet habe, wo ich auch sehr gerne den Link teile. Also ich stelle den Link einfach mal hier ein, übrigens, in die Chatbox. Ich nenne das mal Live Trading Performance. So, und zwar könnt ihr hier über diesen Link, oh, Moment, das war jetzt nicht so gut. Ein Moment. So. Muss hier nochmal kurz ein bisschen tricksen. So. Klick und Klick. So, und zwar ist es so, dass ihr hier der Performance dieses Kontos folgen könnt. Also man kann sehen, und da sind wir wieder bei der statistischen Signifikanz, wir sind aktuell bei einer Historie von 16 Tagen, das ist null. Ja, die Aussagekraft, ob das jetzt wirklich profitabel ist oder nicht, was wir hier veranstalten, die ist nicht besonders hoch. Aktuell sieht man, sind wir oberhalb der rotfarbenen Linie, das ist die Initialsumme. Man hat auch gesehen, bis gestern waren wir hier unter Wasser. Dann kommt der super Kursverlauf, der uns sehr signifikant ins Plus befördert. Ich will dazu auch zum Beispiel, das ist das Tolle bei FX Blue, man kann hier richtig coole Sachen machen, wie zum Beispiel, man kann sich mal das Ergebnis von gestern anschauen, der Tag. Ja. Da kann man auf die Stats gehen und dann kann man sich hier das Tagesergebnis anschauen. Da sind nicht die Trades aufgelistet, aber man kann hier die Trades erkennen, dass da gestern 3 Trades gemacht worden sind. Man erkennt keinen Verlust, sondern nur Gewinntrades, alle 3. Und diese 3 Trades haben einen Profit von rund 140 Euro nach sich gezogen. Jetzt wird man sagen, ja, 140 Euro ist das so viel. Naja, wir müssen es immer in Relation setzen zu dem Konto, welches wir hier traden. Und das sind einfach mal 2,8%, die gestern alleine an Performance generiert worden sind. Und das, was eben auch zum Beispiel interessant ist, da muss ich jetzt allerdings mal ganz kurz gucken. Nee, obwohl, das steht im Statement, na klar. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, du hast 140 Euro gemacht, aber das heißt ja noch nicht, dass du nicht vollkommen wahnsinnig geworden bist bei der Positionsgröße. Es kann ja sein, dass die Positionsgröße exorbitant hoch war. Das ist in der Tat auch zu sehen, wenn man sich zum Beispiel hier in diesem Konstellation den durchschnittlichen Verlust betrachtet, beziehungsweise dadurch ist es auch noch nicht gegeben. Nee, das kann man nur in den Orders sehen, fällt mir gerade auf. Na, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Oder ich weiß es jetzt gerade nicht, wie man das, oder Analyse, kurzen Augenblick. Hier sind die Analyse der Trades, die Orders, das sind, die stehen jetzt hier drin. Da könnten, ja, okay, na klar, also hier könnte man jetzt das tatsächlich dann sehen, wenn man das dann verfolgt, könnte man die Orders sich anschauen und würde dann entsprechend auch sehen, wenn man hier ein bisschen rüberzieht, dann kann man dort erkennen, wo, Moment. Nee, kann man auch nicht. Da steht auch nicht der Stop. Doch, natürlich, da steht er doch. Ja, logisch. Also hier ist der Eröffnungskurs, da. Und da steht dann zum Beispiel der Stop-Loss. So, und da kann man da natürlich erkennen, auch ausgehend von der Positionsgröße, da, die Lots, die man gekauft hat, kann man natürlich erkennen, wie groß war das Risiko. Jetzt hätte man gestern, wenn man das verfolgt hat, hätte man hier sehen können, dass das Risiko nie 1% des Kapitals überschritten hat. Tatsächlich sogar kleiner war. Es lag bei 0,8%, wenn ich jetzt sogar mich nicht irre. Und da kann man dann eben auch sehen, dass dieses konstant erarbeitet wird, eben tatsächlich. Nichtsdestotrotz, der eine oder andere wird jetzt sagen, naja, 16 Tage. Wie gesagt, was wir jetzt hier gerade gesehen haben bei den Monte Carlo Simulationen, wir könnten jetzt im Zusammenhang mit dieser Serie, die ja stattfindet, also die findet noch statt bis Ende September, wir haben also noch 3 Monate von heute,
Wir werden am Ende natürlich eine Zäsur machen und werden uns natürlich anschauen, was ist denn für ein Ergebnis dabei rausgekommen. Aber es kann natürlich sein, das hatte ich gerade hier gezeigt, trotz des positiven Erwartungswertes aller Handelsansätze, die wir hier präsentieren und vorstellen, kann es sein, dass das Ergebnis negativ ist. Warum? Man sagt dann, weil wir auf der falschen Seite der Varianz aufgewacht sind. Das passiert. Es passiert. Es ist eine statistische Gewissheit. Wir hoffen natürlich an der Stelle, dass es nicht geschehen wird. Nichtsdestotrotz müssen wir uns darauf oder können wir uns darauf einstellen, was zum Beispiel jetzt in meinem Fall nicht bedeuten würde, dass wir in irgendeiner Form ja da nervös werden. Nochmal, das ist alles andere als optimal. Und spätestens der Reporter, der Toni Kroos, nach dem Spiel Deutschland-Schweden am Samstag interviewt hat, der hat gezeigt, dass das Denken in Erwartungswerten nicht unbedingt zu einer Selbstverständlichkeit führt, sondern dass man das üben muss und dass man das erst verstanden haben muss und dann geübt haben, um es dann auch anwenden zu können. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass ich für mein Trading eben weiß, was ich erwarten kann und genau deswegen auch zum Beispiel unabhängig von der Kontogröße in der Lage bin, Positionen einzugehen. Es ist immer sehr, sehr, sehr viele eine Überraschung, wenn ich das sage. Und wir arbeiten jetzt hier mit einem 5.000-Euro-Konto. Und ich sage, das spielt aber eigentlich gar keine Rolle. Das ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt mit einem 5.000-Euro-Konto oder mit einer halben Million trade oder auch 5 Millionen oder 50 Millionen. Das spielt keinen Unterschied, macht keinen Unterschied. Weil also am Ende bleibt es ein sogenanntes Numbers Game. Das ist ein Spiel mit Zahlen, wenn man so möchte. Und der Erwartungswert, also am Ende sind die Zahlen, die sich der Markt dann in die eine oder andere Richtung bewegt, beziehungsweise der Punktwert natürlich etwas, was in irgendeiner Form hier Auswirkungen auf die sogenannte P&L hat. Also das bedeutet auf die auf den Gewinn und Verlust in jeweiligen. Nichtsdestotrotz, unterm Strich, bleibt es eben ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und mit Erwartungswerten, wo die Kontogröße keinerlei Auswirkungen darauf haben sollte. Natürlich, Auswirkungen auf deine mentale Stabilität ist das eine. Jetzt wird der ein oder andere sagen, selbst wenn es nicht die mentale Komponente ist, was ist denn, wenn du jetzt auf einmal Schwierigkeiten mit der Liquidität bekommst? Das ist natürlich auch eine Frage. Es geht aber jetzt ein bisschen sehr in die Tiefe und sehr weit. Und ich kann auch sagen, den Punkt habe ich bis jetzt in meinem Trading noch nicht erreicht, dass ich in ein Liquiditätsproblem gelaufen bin. Wobei ich nichtsdestotrotz natürlich das berücksichtigen sollte. Aber alles in allem ist es einfach nur ein sogenanntes Numbers Game. Es geht einfach nur darum, im Grunde genommen den Vorteil für sich arbeiten zu lassen. Und ich habe in diesem Zusammenhang, ich habe es dann auch schon mal letzte Woche, glaube ich, erwähnt. Es geht darum, wie ein Casino zu handeln. Ein Casino, zum Beispiel im Falle eines Roulette-Spiels, dem ist egal, ob da jetzt mal einer 100 Euro gewinnt oder auch 1000 Euro gewinnt. Das Casino weiß, dass es über die Vielzahl von Spielen und ausgehend von der Null, also der Tatsache, einen positiven Erwartungswert zu haben, sprich also zu wissen, dass sie definitiv pro Kugelwurf einen bestimmten Centbetrag, das eventuell sein, oder erwarten darf zu verdienen, dass es ausgehend davon auf jeden Fall eine profitable Unternehmung bleiben wird. Das Einzige, was das Casino gewährleisten muss, von seiner Warte aus, ist, dass die Wetteinsätze dahingehend optimiert werden, dass sie nicht zu groß werden, um die Gefahr zu erhöhen, dass man trotz des positiven Erwartungswertes, den man hat bei dem Spiel, durch eben eine Serie von Verlusten aus dem Spiel gekegelt wird und dann eben sich diese Casino-Unternehmung nicht mehr leisten kann. Das ist das, um was es eben in diesem Zusammenhang ja, generell im Geschäftsleben geht. Also Trading is a Business, das kann man ja oft genug hören. Es ist eine Unternehmung, die auf Erwartungswertoptimierung basiert und wo das Ziel eben ist, durch geschicktes Wetten, intelligentes Wetten, worauf man abzielt, ist, dass man eben versucht, an dieser Stelle eben diesen Vorteil, den man hat, für sich arbeiten zu lassen und entsprechend kapitalisieren zu können, um in dem Fall dann einen Vermögenszuwachs eben zu sehen. Und in dem Zusammenhang mache ich jetzt nochmal ein zweites Editorfenster auf. Jetzt weiß ich nämlich gerade, was ich noch vergessen habe. Und zwar, jetzt habe ich gesagt, naja, ich habe hier 16 Tage, das ist jetzt nicht besonders aussagekräftig. Wir können mal Folgendes machen. Und zwar, wir können mal mit Kennzahlen für mein Trading arbeiten. Und zwar über einen Zeitraum von, mit mehreren Strategien übrigens, über einen Zeitraum von, es sind ungefähr 2 Jahre. Das sind 1460 Trades, nicht ganz genau, es können auch 1462 sein, aber ungefähr so in dem Bereich sind wir. Also die Aussagekraft ist schon relativ hoch. Ich habe in dieser Zeit eine Trefferquote tatsächlich um diese 50% gehabt. Aktuell liegt sie bei tatsächlich 50,2%. Folglich die Verlustquote ergibt sich natürlich automatisch.
Verlustquote sind 49,8. Und das Payoff Ratio, das ist nicht ganz so phänomenal, hat damit zu tun, dass es eben verschiedene Strategien gibt. Man sieht, ich habe jetzt hier zwei Strategien laufen, wo das Payoff Ratio, auch da die Signifikanz muss noch sich herausarbeiten, aber aktuell laufen wir leicht drüber. Ja, also das heißt über 1,2, 1,3 zu 1, da landen wir ungefähr. Aber unterm Strich sind wir bei, ich sag mal, maximal 1,5 zu 1 in meinem Trading. In dem Fall tut es mir tatsächlich gar nicht so sehr weh, hier jetzt mit einem Payoff-Ratio kleiner zu arbeiten, weil das ist wieder dieser Stresstest, um den es eben in meinem Handel geht. Das heißt also, ich gehe lieber von schlechteren Vorgaben aus, die dann am Ende besser ausfallen, als von zu guten, die sich am Ende dahingehend schlecht verändern, dass ich eventuell sogar die Frage stellen muss, mir die Frage fallen lassen muss, bist du mit deinem Handel überhaupt profitabel, mit dem, was du dort tust? Und ich kann diese Komponenten eben eingeben in diese Wertungswertformel. Also das sind jetzt reale, ich schreibe das mal in Klammern dahinter, aber das sind reale Trades aus meinem Handel für die letzten 2 Jahre. Ja? Also dass man jetzt versteht, warum ich das jetzt hier nochmal ausrechne, einfach um eine vielleicht statistisch signifikantere Aussage zu erhalten. So, da können wir diese Formel nochmal nutzen. Ich will nochmal kurz hier zeigen, welche Formel habe ich jetzt hier genutzt. Nämlich jene für den Erwartungswert. Ich habe den durchschnittlichen Gewinn und die Verlustquote, die Trefferquote miteinander multipliziert, den durchschnittlichen Verlust und die Verlustquote. Das tue ich jetzt hier. Und dann kann man das ausrechnen. 0,502 mal 1,18. Ach so, tatsächlich sind es sogar 1,19, fällt mir gerade auf. Das ist jetzt zwar nicht super aussagekräftig, nee, nicht aussagekräftig, die Aussage verändernd. Nichtsdestotrotz landen hier nochmal ein bisschen besser bei 0,57. Davon ziehen wir ab, die 0,498. Und damit landen wir bei einem Erwartungswert von rund 10 Cent. Also 0,099. Ich runde das jetzt mal auf. 10 Cent. So. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Und dann sind wir wieder hier bei den realen Trades. Ich kann jetzt zum Beispiel meinen Erwartungswert ausrechnen, beziehungsweise mein Ergebnis, mein theoretisches Ergebnis ausrechnen, welches dann eben bei 1460 Trades und bei einem Risiko pro Trade, sagen wir mal von 1000 Euro, tatsächlich ist es ein bisschen höher, 1000 Euro, dann heißt es, nach dem, was wir gerade eben berechnet haben, dass wir bei 100 Euro pro Trade Erwartung liegen. So, jetzt haben wir 1460. Wenn wir das mit 100 multiplizieren, sind wir bei 146k. Das ist die Erwartung. Ja, das ist die Erwartung, die aber, das kann ich zum Beispiel auch sagen, nicht erreicht wurde. Wir liegen zum Beispiel drunter. Das heißt, das könnte man eine sehr interessante Schluss daraus ziehen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass ich unter EV aktuell trade, wo es dann, das nächste Komponente ist, ich will es jetzt nicht zu freaky werden lassen, aber dass man dann sagt, es gibt eine natürliche früher oder später mal Mean Reversion. Das heißt, du pendelst zum Normal zurück, wenn du in der Lage bist, diese Komponenten zu stabilisieren. Das heißt, wenn ich jetzt gerade unter EV trade, dann bedeutet das etwas anders formuliert, dass ich früher oder später mal einen sehr, sehr guten Lauf haben dürfte, der mich dazu dann führt, dass ich hier in Richtung des zu erwartenden Wertes pendel. Und so, und das ist natürlich etwas, darauf zielt jeder ab. Nichtsdestotrotz sind wir dann wieder dabei. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein super Trader bin, sondern einfach nur, dass ich die Mathematik für mich spielen lasse. Ja, ich lasse einfach nur die Mathematik für mich spielen lasse diese natürliche Statistik im Grunde genommen dann ihren freien Lauf, um es mal so zu formulieren. So, also das nochmal zu ein paar Komponenten, wobei ich jetzt vielleicht dann hier das einfach mal rausnehme, das ist eigentlich Quatsch.
oder das muss man nicht zeigen, so, dass wir einfach mal die Idee bekommen, in wohin gehen wird sich der Erwartungswert wohl bewegen. Also ich bin sehr gespannt. Wir werden das einfach nochmal dann in der Nachbetrachtung uns anschauen, nach diesen 3 Monaten, also Ende September. Da werden wir diesen Wert, diesen Fokus da nochmal drauf legen. Und dann schauen wir einfach mal nach dann in diesem Zusammenhang roundabout 100 Tagen Historie, die wir bis dato haben werden. Wo landen wir dann ungefähr oder wo sind wir gelandet? Und eventuell landen wir schon in diesem Bereich dessen, was historisch eben zu erwarten war, ausgehend von den bisher real getätigten Trades, ja, wesentlich größeren in wesentlich größeren Umfang. So, ich habe jetzt hier noch eine Frage vom Sven. So, kurz noch, ich ziehe das mal ein bisschen größer für mich. Also. Ah, sind dort historische Kennzahlen für die Open Range hinterlegt auf der Webseite? Nein. Das ist ein Rechner, den kannst du mit jedem von dir bevorzugten Handelsansatz, mit Daten aus deinem eigenen Trading, mit Daten aus dem Trading von anderen Backtest-Ergebnissen, was auch immer, füttern. Das heißt, ich habe das ganz bewusst so gehalten, dass es hier keinerlei Einschränkungen gibt auf irgendeinen Handelsansatz, sondern das Ziel der ganzen Sache ist tatsächlich, dass du dich hier voll und ganz selbst austoben kannst. Also, dass du hier sagst, was ist dein Startkapital, was ist die Anzahl von Trades und dergleichen, um für dich, für dein Trading ja, dementsprechend individualisierte Simulationen eben laufen lassen zu können. Also das heißt, da sind keine Daten oder dergleichen hinterlegt. Was ihr natürlich machen könnt, ist, könnt euch einfach das aufschreiben, was wir jetzt gerade hier durchgelaufen sind. Einfach sagen Startkapital oder auch Gewinnchance und dergleichen und könnt das dann einfach zum Spaß mal eintippen. Dann habt ihr schon mal reale Zahlen, mit denen ihr arbeiten könnt. Wir können zum Beispiel auch Folgendes machen. Wir können ja mal das, was ich gerade hier eingegeben habe, die 50,2 und das Payoff-Ratio von 1,19, können wir jetzt zum Beispiel auch mal hier reinhacken. Wir können auch mal ein größeres Konto wählen. Wir machen einfach mal 100.000 Euro Konto. Wir machen dann mal, ich weiß nicht, 3.000? Ja, machen wir 3.000 Trades. Dann sind wir mal bei 4 Jahren Historie, 50,2%, 15 Simulationsdurchläufe machen wir. Wir machen hier 1,19, machen wir draus. Das Risiko pro Trade, das pendelt tatsächlich so um die 0,7%. Dann starten wir eine Simulation. Man sieht, das dauert auch entsprechend lange. Nee, Moment, ist schon durchgelaufen. Ne? Ja. Was man aber erkennen kann, ist sehr schön. Der Erwartungswert mit 10 Cent, den hatten wir gerade ja selber ausgerechnet. Also offensichtlich stimmt das. Ja, die Formel, die dahinter liegt, ist ganz offensichtlich korrekt. Hier sind die 10 Cent. Was man erkennen kann, ist, desto mehr Trades du machst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, trotz der Tatsache, dass du hier vielleicht kurzzeitig mal unter Wasser gelegen bist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du auf langfristige Sicht im positiven Bereich landen wirst. Also, das ist genau das, was ich meinte mit dem zu traden wie ein Casino. Das Casino, dem geht es darum, mit dem positiven Erwartungswert dieses Spiel möglichst häufig zu spielen. Das ist noch ein anderes Beispiel, wenn man zum Beispiel auf einer Party jemanden trifft und der sagt, lass uns ein Spiel spielen, ein Münzwurf. Also Kopf oder Zahl. Und jedes Mal, wenn Kopf kommt, kriegst du von mir 1 Euro und jedes Mal, wenn Zahl kommt, kriege ich von dir 2. Dann sollte man vorsichtig sein, wenn derjenige welche wird dieses Spiel den ganzen Abend spielen wollen, denn er weiß ganz genau, dass sein Erwartungswert dramatisch positiv ist und dass er einen bis aufs letzte Hemd ausziehen wird mit diesem Spiel. Selbst wenn er die ersten 10 Male verliert und dann 10 Euro unter Wasser liegt, also denn dann hat er 10 Mal 1 Euro verloren, der wird immer weiterspielen, denn er braucht ja nur 5 Mal zu gewinnen, um diese plus minus null zu schalten, denn er kriegt ja pro Wurf 2 Euro. Ja. Und genau das ist es, worum es bei dieser Erwartungswertoptimierung eben in diesem Fall geht. Also das heißt, man sieht, desto länger die Kurshistorie ist oder die Trade-Historie, desto mehr Trades man macht mit einem positiven Erwartungswert, desto natürlicher positiv muss das Endergebnis sein. Und in dem Fall ist es so, nach 4 Jahren zum Beispiel, habe ich bei einem Risiko von 0,7% hier, habe ich zum Beispiel schon eine Minimum-Performance, da können wir diese Kurve ja sehen, eine Minimum-Performance von 40% Profit. Im optimalen Fall ist es sogar so, dass wir hier unser Konto mehr als verdoppelt haben, von den 100.000 auf über 252.000 sogar. Also das bedeutet etwas anders. Das, was dieser Simulator eben sehr, sehr schön macht, ist, er bringt unser Trading mental auf eine unglaublich stabile Basis, denn ich weiß, was ich erwarten kann, wenn es mir gelingt, mit positivem Erwartungswert zu traden. Es ist so, dass das sicherlich, wie gesagt, voraussetzt, dass wir die Komponenten stabilisieren können.
Aber nichtsdestotrotz, es ermöglicht einfach eine sehr, sehr gute, schöne Visualisierung dessen zu bekommen, was darf ich erwarten und was darf ich auch im Schnitt erwarten. Also jetzt nicht, ohne dass ich da irgendwelche Ausreißer betrachte, sondern der Durchschnitt eben, den mir einfach anschaue. Die durchschnittliche Performance, die liegt dann in diesem Fall bei 85%. Das ist über 4 Jahre Trading, ist nicht so schlecht. Und das ist eben genau das, um was es beim Trading geht. Und zurück auf diese spezielle Frage von Sven. Es ist eben etwas, was aber auch sehr individuell ist, weil es hängt natürlich davon ab, welche Parameter beinhaltet dann hier dein Trading, also welche Trefferquote und dergleichen. So, einen Moment. Ich muss jetzt mal ganz kurz. Einen Moment. So. Okay, da kommt die Frage von Marco. Da wollten wir noch drauf eingehen. Kurzer Augenblick. Frage von Marco noch hinsichtlich des gleitenden Durchschnitts. Ich habe andere EMAs schon getestet, allerdings jetzt nicht den 50er auf 5-Minuten-Basis, sondern was sich herauskristallisiert, ist meiner Erfahrung nach zumindest, dass wir zum Beispiel im Falle na, wie heißt es denn? S&P zum Beispiel, da arbeiten wir mit einem 10er EMA auf 15-Minuten-Basis. Es ist ganz interessant, dass man jetzt ja hier, wenn man auf eine 5-Minuten-Basis runtergehen würde, würde man die Minutenanzahl dritteln, also das heißt, wir kommen auf 5 Minuten geteilt durch 3 und folglich würde man den EMA mit 3 multiplizieren, lieber also ungefähr bei 30. Also zwischen 30 bis 50 auf 5-Minuten-Basis, beziehungsweise zwischen 10 bis 17 ungefähr auf 15-Minuten-Basis. Das scheint so dieses Fenster zu sein in diesen Aggregationen, in diesen Zeitfenstern, welche sich anbieten. Also diese zu testen eben tatsächlich. Also zum Beispiel jetzt ein 15-Minuten-Chart oder ein Stunden-Chart mit 50er EMA, der ist von der Handelsfrequenz relativ gering. Also das kann natürlich sein, dass der sehr profitabel arbeitet, aber jetzt sind wir wieder bei der Optimierung des Erwartungswerts. Was du möchtest, wenn du einen Vorteil hast, ist nach Möglichkeit natürlich, diesen Vorteil möglichst häufig zu kapitalisieren. Das soll jetzt kein Aufruf zum möglichst vielen Handeln sein, aber es zeigt zum Beispiel, dass wenn man jetzt die Zeit eben auf Stundenbasis wählt, zum Beispiel, nicht unbedingt es schlecht ist, wenn man dann hier die Handelsfrequenz zum Beispiel über das Hinzunehmen mehrerer Märkte zum Beispiel versucht zu steigern. Also das könnte eine Idee sein, die dahinter steckt. Nichtsdestotrotz nochmal, das ist kein Aufruf, jetzt möglichst viel zu handeln, aber eine Idee, die man auf jeden Fall mal für sich formulieren sollte, weil sie eigentlich folgerichtig ist. So, ein Moment. Also die habe ich auch beantwortet. Ich glaube, mit jetzt dem Broker, den du nennst, Sven, funktioniert das nicht. Ich glaube, das ist an den MetaTrader primär gekoppelt. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, dort andere Trades einlesen zu lassen. Was man auch machen könnte, wäre vielleicht, dass man mal tatsächlich sich mit FX Blue in Verbindung setzt, dass die da vielleicht noch andere Lösungen haben. Also in meinem Fall war es jetzt noch nicht nötig. Ich weiß nur, dass die sehr hilfsbereit sind, das kann ich sagen, und auch sehr, sehr programmieraffin, dass du einfach mal fragst, ob die da die Möglichkeit haben, dass man seine Trades einlesen kann. Aber mit dem MetaTrader zum Beispiel funktioniert das. Das ist das, was ich hier oder was in dem Falle von Thickmill eben der Fall ist. Das hat keine 5 Minuten gedauert, um hier diesen Track Record einlesen zu lassen, beziehungsweise das Konto zu verbinden und dann synchronisiert dort ablaufen zu lassen. So, okay, ich muss jetzt mal ganz kurz die einzelnen Kommentare, muss ich mal kurz zusammen, vom Jan-Peter, muss ich mal kurz zusammenbringen. Ja, das ist richtig. Die Beobachtung ist korrekt. Und zwar hinsichtlich des Drawdowns, der auftritt. Der setzt natürlich hier, jetzt sind die 44.000 zum Beispiel, setzt der oder der guckt sich an,
ausgehend von dem jeweiligen Kapitalstand zum jeweiligen Moment, wie hoch dann der Kapitalrücksetzer war. Also heißt, sprich jetzt, wenn ich zum Beispiel von 185.000 zum Beispiel in 44.000 zurücksetze, ja, also von denen hier, 185, die 44.000 zurücksetze, dann habe ich einen Kapitalrücksetzer von 24%. Kommt das hin? Ich glaube schon, ne? 44, ja, das kommt ungefähr hin, über den Kopf, über den Daumen gepeilt. Und das ist dann der Moment, ab welchem hier der dann entsprechend diese Simulation wieder ansetzt und neue Kapitalkurven hochmarkiert. Also dieser maximale Drawdown, der ist sogenannter Peak-to-Valley. Maximaler Drawdown. Also sprich, der guckt sich an, wie hoch war der maximale Kapitalkurvenrücksetzer und dann entsprechend setzt er von dort an und schaut eben, ob wir neue Kapitalkurvenhochs gemacht haben und falls ja, gibt er diesen maximalen Drawdown aus. So, natürlich kann es passieren, das ist das, was ich gerade sagte, das lässt sich nicht vermeiden. Tatsächlich ist es so, jetzt sagt der Jan-Peter, das hieß ja, wenn ich jetzt von 100k anfange hier und der hat gleich diesen Rücksetzer, zu Beginn, diese 44, dann haben wir einen 44-prozentigen maximalen Drawdown. Ja, das ist so. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Denn warum lässt sich das nicht vermeiden? Weil es abhängt davon, wie eben sich hier diese Treffer oder beziehungsweise, also ja, Treffer und Verluste, wie die sich eben aneinander reihen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem 100k-Konto hier 0,7% riskiere und einen schlechten Lauf erwische und zum Beispiel von den ersten 200 Trades, die ich mache, 150 Verlierer habe, was bei einer, selbst bei einer Trefferquote von 50% auftreten kann. Das kommt vor, ja, dass ich da eben in diesem Fall dann, wie viel sind wir da? Sind wir bei 75%, nur 25-prozentige Trefferquote haben. Dann kann es passieren, dass ich in diesem Fall bei 150 lande. Dann mache ich 105.000 Euro Verlust, dann habe ich noch 50 Gewinner, die auftreten. So, damit muss ich, ich habe hier gerade einen Taschenrechner direkt vor mir. Ich plus 50 mal, $700, dann sind wir bei ungefähr 800. Das ist eigentlich schon zu viel. 750 wahrscheinlich, also, naja, 800. Machen wir das mal so. Das kommt hin, ja. Das kann passieren. Das ist jetzt ein bisschen sehr dramatisch, was ich jetzt ausgerechnet habe, aber das kann passieren. Das ist ja das, was ich meine mit dem, dieser Umstand lässt sich nicht komplett ausblenden. Wir haben, selbst wenn wir einen positiven Erwartungswert haben in unserem Trading, immer noch das Risiko, unseren sogenannten Point of Ruin zu erreichen. Das lässt sich nicht komplett ausblenden, aber wir haben natürlich Möglichkeiten zu intervenieren. Und für uns besteht die Möglichkeit, zum Beispiel im Fall eines solchen schlechten Laufs, zum Beispiel nach den ersten 10% Verlust, wenn wir von 100k 10 unter Wasser gehen, dann sind wir bei 90. Dann zum Beispiel zu sagen, ich reduziere die Positionsgröße, denn offensichtlich sind die Marktbedingungen für meinen Handelsansatz nicht besonders gut. Das ist tatsächlich der Moment, wo sich schon erstmalig die Spreu beginnt vom Weizen zu trennen. Der professionelle Trader, der sagt, mein Handelsansatz korrespondiert nicht mit den Marktbedingungen, das erkenne ich daran, dass die Kapitalkurve fällt. Wenn die Kapitalkurve fällt, bedeutet das, ich reduziere das Risiko mit diesem Handelsansatz in meinem Trading, um dann mögliche weitere Kapitalabschläge oder Rücksetzer möglichst klein zu gestalten. Der Amateur oder jener welche, der eben sagt, das kann ja nicht wahr sein, ich muss mit meinem Trading Geld verdienen, der wird eher das Risiko nach oben fahren und sagen, na, if in trouble double. Also das heißt, jetzt erstmal richtiges Risiko, damit ich nach Möglichkeit schnell diesen Verlust raus, bekomme. Was er dabei nicht realisiert ist, dass er eigentlich gegen den Erwartung, gegen den Vorteil handelt, sprich mit einem negativen Erwartungswert tradet und dadurch die Wahrscheinlichkeit nochmal dramatisch erhöht wird, dass eine Beschleunigung der negativen Performance auf der Unterseite stattfindet. Und das ist das, wo sich eben tatsächlich Professionalität von Nichtprofessionalität so deutlich abstößt voneinander. Ja, ich hoffe, dass das die Frage beantwortet hat. Okay. Ach so, oh, Moment, noch ganz wichtig. Ich glaube, ich sehe jetzt genau, wo Jan-Peter hin will. Der analysiert jede Kurve einzeln für sich. Also nicht, dass das jetzt zur Verwechslung kommt. Diese durchschnittliche Performance hat nichts zwangsläufig mit dem größten maximalen Drawdown zu tun. Also es kann sein, die durchschnittliche Performance ist die weiße Kurve. Es kann sein, dass dieser maximale Rücksetzer hier zum Beispiel in der blaufarbenen Kurve aufgetreten ist. Sehr unwahrscheinlich, weil die doch sehr, sehr exorbitant gut gestiegen ist. Als da der größte maximale Drawdown aufgetreten ist, ja, die durchschnittliche Performance aber hier zum Beispiel
nochmal sich auf die weiße Linie bezieht, beziehungsweise die Top-Performance auf eine andere, andersfarbige Kurve. Also der analysiert jede Kurve für sich, jede Kapitalkurve für sich. Und dadurch ist es nicht möglich, jetzt hier zum Beispiel Rückschlüsse darauf zu ziehen, in welchem Verhältnis ist der größte maximale Drawdown aufgetreten. Jetzt, der guckt sich jede Kurve an. Es kann durchaus sein, dass die hier aufgetreten sind, in diesem Bereich. Durchaus realistisch. Also das kann man aber hier zum Beispiel schon gar nicht mehr sehen, weil wir uns eben jetzt hier 1000 Trades anschauen. Genau, also nochmal an Sven, genau, das ist das Ziel bei der ganzen Sache. Man braucht seine eigene Handelsstrategie, die man hier analysiert, die man hier durchlaufen lässt. Und das war auch der Sinn und Zweck dabei. Also das war die Hauptmotivation, als ich auch das Buch geschrieben habe. Ich gebe zwar jetzt, ich mit Ausblick auf den Veröffentlichungstermin im Oktober, es gibt natürlich in dem Buch vier Handelsstrategien, wenn ich jetzt nicht verzählt habe, die ich da vorstelle. Nichtsdestotrotz, man kann die oder sollte die alle als sogenannte Basisstrategien verstehen. Und dann anhand dieser Basisstrategien, zum Beispiel über solche Simulationen, versuchen eben so ein bisschen sich heranzutasten. Was kann ich erwarten? Noch eine Idee, abschließend nochmal zu den Folien hier. Das war das Setup. Das hatten wir ja gezeigt. Das war die Möglichkeit, wie man damit arbeiten kann. Das war dieser Ablaufplan. Und zwar, dass man dieses Setup, was dort vorgestellt ist, diese Basisstrategie zum Beispiel, für 20 Trades testet, das Ergebnis dokumentiert und dann zum Beispiel Trefferquote, Verlustquote, Payoff-Ratio und dergleichen formuliert. Man kann dann schon mal üben, den Erwartungswert auszurechnen. Man kann das ergänzend hierzu auch nutzen, dass man eben zum Beispiel das dann in diesen Simulator einhackt und das sich ausspucken lässt. Problem ist natürlich, 20 Trades sind jetzt nicht wirklich aussagekräftig, aber man entwickelt ein Gefühl dafür, wie man sich in Richtung seiner persönlichen Risikoneigung bewegen kann. Man entwickelt ein Gefühl für den Ablaufplan, den man durchläuft im Trading und den man kontinuierlich immer wieder durchlaufen sollte, um dann, da sind wir wieder in der Trading-Psychologie, dieses sogenannte diesen Bereich der unbewussten Kompetenz zu erarbeiten. Also sprich jeden Bereich, den wir aus dem Autofahren kennen, wo wir einfach nur noch einen ganz natürlichen Prozess ablaufen. Wir setzen uns ins Auto, wir fahren einfach los. Das war, als wir unseren Führerschein gemacht haben, in der ersten Fahrstunde anders. Wir haben uns hingesetzt, wir mussten uns auf alles genau konzentrieren. Jetzt den Gurt anlegen, ersten Gang, Kupplung treten, ersten Gang einlegen. Gucken in alle Himmelsrichtungen, kommt da ein Fahrrad, auf die Kommentare unseres Fahrlehrers warten. Vielleicht noch ein bisschen am Radio stellen, wobei Radio war eher ausgeschaltet in der ersten Fahrstunde. Aber das ist mittlerweile was, das läuft ganz automatisch. Du setzt dich rein, Gang rein, also angeschnallt, losgefahren. Alles abgecheckt, geschaut, kommt Fahrradfahrer und dergleichen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und genau das ist der Moment oder das ist das, was du erreichen möchtest in deinem Trading. Das heißt, das ist ein ganz natürlicher und also ja, ein natürlicher und unbewusster Prozess wird. Tatsächlich wird man feststellen, dass viele Trader extreme Schwierigkeiten, auch professionelle, profitable Trader, sehr große Schwierigkeiten haben, genau zu kommunizieren, warum haben sie dieses oder jenes in ihrem Trading gerade getan. Sie machen es einfach, sie tun es. Sie sind einfach, das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Und das fällt einem dann unglaublich schwer, das zu kommunizieren. Und all das zielt im Grunde genommen darauf an. Also, was wir versuchen an der Stelle ist mehr oder minder, wir versuchen diese einzelnen Säulen profitablen Tradings sich gegenseitig miteinander befruchten zu lassen und daraus etwas Profitables für unser Trading, Profitables erwachsen zu lassen. Wo wir sehen, so lassen wir Risiko-Money-Management, Trading-Psychologie und auch das Erstellen einer profitablen Handelsstrategie miteinander verschmelzen, um dann eben diesen Schritt in Richtung Profitabilität in unserem Trading und das Umsetzen einer profitablen Handelsstrategie gehen zu können. So, und jetzt auf die letzten 2 Minuten möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Frage von Marco, das habe ich ihm versprochen, eingehen, nämlich im Zusammenhang mit dem eine Akkumulation beziehungsweise eine Distribution. Also noch einmal, wir haben eine Struktur steigender Hochs und steigender Tiefs. Und nun ist es eben entsprechend so, Marco stellt die Frage, woran erkennt man jetzt eine stattfindende Akkumulation beziehungsweise Distribution? Das erkennt man, denke ich, zum Beispiel daran, dass der Markt im Falle einer Aufwärtsstruktur, jetzt sagen wir mal, wir haben schon eine Struktur steigender Hochs, steigender Tiefs erkannt. Und das, was wir hier sehen, ist der sogenannte, machen wir es mal so, ist vielleicht der Hourly, das ist der Stundenchart. So, und was man jetzt dann beginnen kann zu erkennen, na, komm mal her,
So, was man jetzt erkennen kann, man könnte natürlich auch, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal eine rote Farbe nehmen, man wird erkennen können, dass wir diese Struktur fallender Hochs und fallender Tiefs auch auf einer untergeordneten Zeitebene erkennen. In dem Fall ist die rote Zeitebene zum Beispiel der 15-Minuten-Chart. So, und wenn jetzt hier auf dieser 15-Minuten-Ebene der Markt beginnt, solch eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs auszubilden und diese Abwärtsstruktur mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs, die auf der 15-Minuten-Ebene ausgebildet sind, zu brechen, also dann von Short auf Long zu switchen, dann erkennen wir, dass ganz offensichtlich hier diese Akkumulation, man erkennt das dann auch zum Beispiel daran, man hat eine relativ verschachtelte Abwärtsstruktur. Also der Markt, der bricht nicht wirklich dynamisch abwärts, sondern er fängt an hier verschachtelt sich darzustellen. Man kann das auch am Volumen erkennen, zum Beispiel treten manchmal Volumenspikes auf. Das sind Momente einer hohen Umverteilung zum Beispiel. Und wenn dann anfängt, dass diese untergeordnete Zeitebene hier sich entsprechend dynamisch nach oben zu bewegen wieder und diese Abwärtsstruktur zu brechen, dann kann man davon ausgehen, dass diese Akkumulationsphase gebrochen oder abgeschlossen ist und dass dann das Momentum in Richtung vorheriger Hochs wieder aufgenommen wird. Also sprich dann so, ja, dass wir dann diese Hochs nochmal anlaufen. Jetzt mal ganz schnell grob gesprochen. Das Gleiche, nur umgekehrt, passiert in dem Moment, wenn du hier dich in Richtung der Hochs bewegst. In der von dir betrachteten 15-Minuten-Ebene siehst du eben, dass zum Beispiel im Hourly es besteht die Möglichkeit, anhand des vorherigen Progressionsarms zum Beispiel, sich anzuschauen, wo ungefähr liegt ein projiziertes Kursziel. Also man macht das relativ einfach. Man nimmt im Grunde genommen diesen alten Progressionsarm und kann den einfach hier dran setzen, nachdem der Markt dann anfängt, sich wieder aufwärts zu bewegen und keine tieferen Tiefs hier markiert. Dann setzt du den da dran, dann hast du ungefähr eben hier so einen Projektionsarm. Du kannst es mehr oder minder mit Daumen und Zeigefinger, kannst du so drauf gehen auf den Chart, markierst das Tief, das Hoch und setzt das dann einfach entsprechend so wieder dran, nach oben. Und dann beobachtest du den Markt und schaust eben in dieser Aufwärtsstruktur, in der untergeordneten von dir gearbeiteten 15-Minuten-Ebene, schaust du eben, dass der Markt dort oben wieder anfängt, so eine verschachtelte Struktur zu basteln und nicht schafft, dynamisch höhere Hochs zu markieren. Und sobald sich dann in dieser 15-Minuten-Ebene wieder eine Struktur fallender Hochs, fallender Tiefs etabliert und diese Aufwärtsstruktur, die sich hier auf 15-Minuten-Ebene gebildet hat, beginnt umzukehren, das ist dann jener Moment, wo man sagen kann, dass die Distribution begonnen hat, beziehungsweise abgeschlossen ist sie noch nicht, aber zumindest beginnt. Und dass du dann, wenn du hier dich in diesem Bereich positioniert hast, da oben wieder beginnst, dieses Material abzuladen. Also so kann man das jetzt sehr grob verstehen. Aber wie gesagt, das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, wir haben zwar 2 Stunden jetzt miteinander verbracht, nichtsdestotrotz, das ist eigentlich ein Thema, damit könntest du wahrscheinlich den ganzen Tag füllen. Um das ein bisschen detaillierter auszuarbeiten. Ich schau mal, also das sieht jetzt hier ein bisschen aus wie ein Bild aus dem Kindergarten vielleicht. Also ich schau mal, dass ich zum nächsten Live-Trading, welches übrigens, so, ich fahre mal ganz kurz hier noch den Tab rüber. Oh, nee, Moment, Verzeihung. So, das nächste Live-Trading findet statt. Das ist jetzt nochmal die Registrierungsseite. Das Gute ist, wer sich schon heute angemeldet hat und dabei war, der muss sich nicht nochmal anmelden. Das nächste Live-Trading findet hier dann statt am 24. Juli, also ein bisschen länger von jetzt. Zwischenzeitlich gibt es noch ein anderes Live-Trading, nämlich das der Non-Farm Payrolls am 6. Juli. Das ist nächste Woche Freitag. Aber dann gibt es am 24. Juli nochmal Live-Trading. Da würde ich dann nochmal ein paar schöne Grafiken zusammentragen, die das vielleicht noch ein bisschen besser illustrieren. Also die nicht aussehen wie so, naja, bisschen hilfsbedürftig so hingekritzelt. Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass es deine Frage beantwortet und das wäre es meinerseits gewesen. Also ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Vielzahl an Fragen, die ich beantworten durfte. Ich hoffe, dass ihr habt für euer Trading was mitnehmen können. Und ich denke, dass ich dann an der Stelle wahrscheinlich nochmal an die Elena übergebe, oder? Ja, kannst du gerne Dann. machen. Hauptsache, mich können auch alle gut Hallo. hören. Hallo? Hallo? Okay, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist die Elena auch gerade sich einen Kaffee holen. Das kann natürlich auch sein. Nee, Also ich kann das hallo? Event meinerseits auch beenden. Das ist kein Problem. Also ich bedanke, wie gesagt, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und ach so, ja.
Ach so, das Mikro will nicht. Du, ist kein Problem. Dann mache ich den Abspann. Das ist kein Problem. Ich sage einfach Tschüss, auch von Elena von Tickmill. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch Happy Trading und wir hören uns dann nächste Woche, denke ich, wieder zur Trading Psychologie, 19 bis 20 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, so, ach so, oh, Verzeihung. Ja, warum kann man mich nicht hören? Ja, man kann mich nicht hören, weil ich das Mikro leise gestellt habe an meiner Seite. Ja, ich glaube, man kann dich jetzt doch hören, Elena. Davon ist auszugehen. Ich habe nämlich hier den Kopfhörer bei mir ausgeschaltet. Okay, auf jeden Fall tschüss. Happy Trading. Macht's gut, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut, bis dann. Und tschüss.